So, da sind wir wieder zurück. Ich hoffe mal, ihr könnt uns noch sehen. Welcome, Kyrian, to the game. Tag. Ich box schon mal ein paar Hölzer runter. Genau. Tada. Tada. Ich habe da schon eine Vision, wie unsere Hütte aussehen wird. Du hast schon eine Vision. Eine Vision, genau. Ach so, Moment, ich werde mal hier. Ich werde mal wieder ein hübsch machen. Ah ja. Man kann hier nicht abbauen. Wie, man kann nicht abbauen? Weil Klar, ich baue das ist doch der ab. Spawnpunkt. Weil es der Spawn ist, und schätze mal, ihr habt Admin-Recht Ja, und wir könnt haben Admin-Recht. abbauen. Wir müssen ein bisschen weiter rausgehen. Ach, ich baue trotzdem hier ab. Aus Prinzip. Jawohl, Hier ja. geht schon lange. Blümchen. Animations. Alle. Fertig. Quality. Wo waren das mit den Wolken? Jetzt bin ich echt wieder irritiert. Guy, Wolken war irgendwas hast du Details. gesagt. Details. Clouds und fancy, fast, fancy, 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 fancy. Fertig. Oh, dann kann ich hier ja Fertig. auch gerade. Ressourcenpakete. Das wechsle ich auch mal wieder. Was hatte ich denn? Marvelous Crafts hatte ich. Das sieht aber scheiße aus. Naja, gut. Zurück zum Spiel. Ja, so. Oh, So. dann sind wir mal fleißig am Holz. Genau, wo seid ihr denn hin? Einfach ein bisschen auf Da die hinten. Seite. War nicht weit. Genau, ja. Genau, alles klar. Dann bauen wir hier, dann können wir nämlich alle abbauen. Hier ist auch eine schöne freie Fläche. Und So, genau. Mäß. Hier baue ich unsere Dings hin. Schönen guten Abend zusammen, Mr. Pimp. Unser Ja, wir Dings. mussten leider eben den Stream stoppen und starten, weil der schöne The Dropper Map hat leider der Server nicht geschafft. Das ist irgendwie doch für Server, die ein bisschen mehr Arbeitsspeicher haben. Deswegen spielen wir jetzt hier Standard Minecraft. Es tut mir leid, ich hätte mir gewünscht, dass wir eine schöne Adventure Map spielen. Aber ich meine, was soll's? Da wird schon die erste Mauer gezogen. So. Ich mach mal den Baum hier weg. Krön hat den Erfolg, Inventur. Machen die Bäume hier oben weg, oder? Die hier auf dem Berg Klar. stehen. Ja, klar, können wir machen. Der ganze Berg muss weg. So. Ich hole uns schon mal Mäß, dass wir Betten haben. Bild gefunden. So. Die erste Wolle. Huch. Glück. Glück, Glück. Oh, hier sind ja ganz viele Mäß. Wollen wir die zusammentreiben und eine Schaffarm machen? Ja, machen Wird sich wir. anbieten, wenn hier schon direkt Gerne, so viele bevor ich sind. die alle kille und dann holen wir uns lieber. So. Jetzt ist die Frage. Der Minjas geht ja gerne in den Untergrund. Wer baut Dann die geh Hütte? du. Ich baue die Hütte, ich baue die Hütte. Gebt mir euer Holz, Jungs. Gib gerne ab. Ja, wir können ja zum Beispiel, ich werfe mal das Holz hin. Für ein Bett gebe ich noch ein Stückchen Ja, Ach, Wolle ab. weiße ach, ihr Wolle seid so und gut zu hellgraue mir. Wolle. So. So, Frau, hier, sammel Und mal ein, du vergisst den halben Gram. ich Kurieren. sammle doch gerade, Hier, bei Moment. uns. Ja, sammle ich auch. Na Gott, ich sammle es Komm. wieder ein. Put, 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 Dieb. put, Also hier Dieb. liegt auch auf jeden Fall auch ein bisschen Ich was. komme, ich komme. Hier, Frau. Danke. Dieb. Da liegt noch mehr hinten dran. Danke. Da liegt noch eine weiße Wolle. Hallo, guten Abend, Terra X. Hallo, Ivan Holst. Wird heute nur Minecraft gespielt, das kann ich im Moment noch nicht sagen. Im Moment wollen wir ein bisschen Minecraft spielen, weil ich ja in letzter Zeit auch mit der Frau Minecraft spiele, hat sie sich gewünscht, mit mir mal einen Livestream zu machen und wer verheiratet ist, weiß, schlagt der Frau niemals einen Wunsch ab. Sollen wir die Schafe schon mal hier unten So, zusammentreiben? hier Mädels, ich hab für euch so eine Workbench gedingst. Die setze ich mal hin. Mache ich mal hier in die Ecke, dass sie nicht stört. Frau, wollen wir nicht erstmal ein Gatter machen? Das war doch, wieso hast du Ich bin uns auch noch gerade eine dabei. Workbench? Zu Ich mitnehmen. mach Weiß jemand, wo noch der, wo der Spawnpunkt war? Ja, Nö. hinter Ungefähr. dir.
Hinter mir, okay, dann sollten wir da vielleicht nicht bauen. Ich mach grad Gatter für die Und dann können wir hier unten vielleicht direkt, wo die anderen Schafe stehen, ein Gatter machen. Dann können wir die ersten schon mal einzäunen. Ja. Ah, hier ist sogar Wasser. Sehr gut. Sehr gut. Und hinten sind auch zwei Schweine. Das ist auch sehr praktisch. Hat das ist jemand, optimal, ja. Hat jemand schon Dings gesammelt? Ja, stell mal die Wolken auf Fast. Hier ja. Gesammelt? Ich probier's mal. 15 Stück hab ich, ja. Okay. Ich hab eine Hoe gecraftet. Hm? Dann können wir gleich mal ein Weizenfeld anlegen. Ja, sieht besser aus. Flimmert nicht mehr. Meintest du das, Cocaine? Hier Cocaine, du kannst übrigens, wenn du im Stream zuguckst, du kannst auch gern mit hier reinkommen. Dann können wir uns unterhalten oder wenn du was siehst oder Tipps hast oder so. Huch. Kannst du gerne einen Channel runter joinen. Bin jetzt? Nur falls du möchtest. Ja, bitte. Hier geht's ein bisschen runter. Oh. Eine kleine Höhle. Okay, dann weiß ich nicht. Dann sollten wir das vielleicht mal erforschen. Hat der jemand Fackeln? Noch nicht, aber das kriegen wir Ach, vielleicht zusammen. Aber wir haben Achso, ja eine... nee, warte mal. Die geht nur im Kreis. Das ist zu klein hier. Okay. Gut, wir sollten uns aber sowieso mal überlegen. Namen zusammen, Rolands Jägerhütte. Fühlt euch alle fett geknuddelt, schreibt da. So, ich versuche mal die Schafe hier in deine Richtung zu punchen, Frau, oder? Macht man das so? Nicht punchen, Nein. Nee, schubsen. Du kannst sie schubsen. Wenn du die boxst, dann sterben die. Schade. Da ist er, ja. Ja, ich schieb's. Ich schieb die Schiebs. Ah. Ich brauche Hallo. Noch. Hallo. 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 Ich krieg die nicht weiter. Immer schön von hinten, Sebas. Ja, immer das Schaf von hinten. Schieben. Ja, genau. Los, bei mir bewegen die sich irgendwie nicht. Los. Ich brauch Weizen. Ach, ich habe eine Idee. Kannst du sie locken? Jetzt, jetzt bewegt sich. Los, Schaf, ab da rein. Wir brauchen noch Schafe. Sieht sehr unanständig aus. Ja, aber es ist alles für die Wissenschaft. Windschutz, probier mal die Super Secret Settings. Da habe ich Angst vor. Schaf's abgezischt. Kühe schubsen Bock mehr. So, jetzt. Und. Die haben wir noch nicht gefunden. Wie kriegt man das Schaf, was dahinter ist, da rein? Und eins ist hier ins Loch gefallen. Wenn man das auffüllt, wird es hochgebackt. Ich glaube, du kannst keinen Block setzen, wenn es direkt im Weg steht, sozusagen. Im Weg steht, so. Ich probiere nochmal ein Schaf zu bringen. Komm her, Schaf. Du musst da rein. Wir machen Babyschafe. Los. Also nicht wir, ihr zusammen. Noch nicht. Komm, jetzt läuft's quer. Boah, ein Straving Schaf. Ich hab eins reingedrückt. Cocaine, funktioniert das mit dem YouTube? Weil der von hinten hat der Nightbot irgendwie nicht auf mich reagiert. Das kann natürlich hast auch im du Chat deine, gelegen haben. Hast du die Box dabei? Weiß ich gar nicht. Weißt du nicht, okay. Ich hab's mal. Ich hatte das mit dem YouTube probiert, aber irgendwie... Hast du den Befehl eingestellt? Du hast ihn damals eingestellt, glaube ich, mit Ausrufezeichen YT, meine ich. Hallo! 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 Hast du die Box dabei, diese... Nein, die habe ich gesetzt oben. Ah, das ist gut. Aber wenn das Schaf jetzt hier reinfällt, haben wir ein Problem. Ich brauch Erde. Ich muss mal kurz mir ein bisschen Erde klauen hier hinten. Da schreibt Bogiaut, er hat einen relativ performanten Server. Ja, das können wir eventuell, aber jetzt in nächster Zeit wird wahrscheinlich kein Livestream kommen. The Dropper hätte ich halt ganz gern gespielt. Das ist auch gar nicht so kompliziert, kann auf normalen Manila-Server drauf. Wann kommt... Also ich habe lange nicht gespielt. Was sind das für große rote Dinger hier hinten? Riesenpilze oder was? Das gibt es ja. Die sind ja mega. Ich lese mal kurz den Chat. Habe eine Frage, was der Sie betrifft. Wenn ein Update kommt, müsst ihr dann über Steam updaten. Bei mir ist nämlich immer ohne runterladen. Hm. Was? Das geht ja wohl nicht. Ja, wie über Steam. Das Spiel gibt es nur über Steam. Alle sind gegen Minecraft? Nö. Glaub nicht ich alle. Ich bin für Minecraft. Ich auch. Minecraft ich ist toll. Auch. Ja. Minecraft ist cool. Oh, hier unten ist sogar Lava. Das ist gut. So, ich nehme mal ein bisschen Erde. Ja, genau, Schaf. Geh da rein. Schön. Ich will mal gerade das Loch hier auffüllen, dass die Schafe nicht da alle reinblutzen. Hirnschutz, zockst du auch irgendwann mit deinen Abonnenten zusammen? Das haben wir vor. Der letzte Livestream haben wir gemeinsam gezockt. Ist jemand unten in der Höhle, bevor ich das Ding hier dicht mache? Eventuell. Nein, das ist ja ein Rundgang, oder?
Ach, in dem Rundgang? Nee, da bin ich nicht. Ah, du dürftest ja auch meinen Namen sehen. Genau. Auch immer erst, es wird dunkel. Oh, ich hab mich, ja, wir brauchen unbedingt, hat jemand schon ein Bett? Also, wenn nicht, müssen wir nicht, also jetzt müssen wir eine Schafe killen, ne? Das hilft nichts. Nee, warte. Hast du mehrere Betten oder hast du Schafe? Ich hab doch den God-Mode. Ich kann doch sagen Tag. Böh, scheiße, jetzt. Mach doch mal Tag, genau, bis wir uns hier vorbereitet haben. So, ich nehme mal ein bisschen Erde mit und mache mal hier das Loch vor der Hütte zu, dass wir die Schafe da reinschieben können. Achso, blendet auf einmal so. Also, zusammen zocken war die Frage eben. Wir zocken nächsten Samstag, den 8.2. zocken wir Planet Side 2 zusammen. Rust haben wir vor... Wann war denn das? Schon ein bisschen... Super, Regen. Warte, ich mache den Regen gleich aus. Wir zocken Rust zusammen. Ach, Rust zusammen. Was erzähle ich denn? Wir zocken so, Planet Side... So, guck mal, haben wir jetzt genug Schafe? So. Wir zocken Planet Side 2 nächstes Wochenende zusammen, am Samstag. Wie bist du zu deinem Namen gekommen? Das ist eine Analogie zu der Gruppe Headcrash, eine Metal-Gruppe. Jetzt ist das Gatter zu. Wie soll ich eine Schaf da reinkriegen? Ja, zeige ich dir. Ey, Schaf, guck mich nicht so an. Los, da rein. Pass auf. Ja. Ich zauber. Okay. Komm, Schaf. Komm, put, put, put. Und dann hüpfst du über die Kante. Nein, nicht da runter. Hm. Ach, so geht das. Wie bin ich auf meinen Namen gekommen? Wie gesagt, Headcrash, Hirnsturz, Zock, die freie Übersetzung davon. Hey, okay, wie findest du eigentlich das Texture Pack oder kennst du das? Das kenne ich. Das kennst du. Finde ich eigentlich ganz schick. Damit zocke ich in letzter Zeit in unserem LP. Das findest du irgendwie in jedem Minecraft-Video. Das ist so das neue Honeyball. Ja, ich hat jeder Honeyball genommen und jetzt nimmt jeder Sphax. Ich find's halt genial gezeichnet, also. So, Mädels, ich bin jetzt mal die Hütte bauen, ne? Hirnschutz, da der Name von Metal kommt, kommt die Frage, hörst du Metal? Ich höre eigentlich alles an Musik. Also, ich habe die liebe Kyrion habe ich auf Metal gebracht. Oder Rock. Du hast mich auf Metal gebracht, ja. Ja, damals. Damals habe ich dir, weiß ich noch, Metallica vorgespielt. Finde ich ganz toll, Metallica. Mhm. Und dann kamen wir auf Volbeat, auf... Aber ich würde mal behaupten, Volbeat hast du durch mich kennengelernt. Ja, Volbeat habe ich durch dich kennengelernt. Ich wollte gerade das alles erzählen. Mhm. Und im Endeffekt, was haben wir dann gehört? Disturbed. Ja, Disturbed ist geil. Mhm. Aber... Jetzt kommt ein Schaf. Komm. Five Finger Death Punch finde ich viel besser. Ja, so. Die sind richtig gut. Ja. Die finde ich richtig klasse. Na, jetzt alles gar nichts. Sag mir alles gar nichts. Jetzt habe ich Schaf. Willst du es hier... Jetzt hat der Bernd blockiert. Wir haben doch jetzt genug Schafe. Ach so, ja gut. Dann töte ich es. Dann töte es. So. Wenn es sich befriedigt, das Tier zu töten... Ja, geil, tote Tiere. Komm her, soll ich Schaf. Soll ich euch mal ein paar Stickies geben, Mädels? Hattet ihr nicht auch Schweine? Wir haben... Oben habe ich zwei gesehen gehabt. Wir brauchen Karotten, dann können wir auch die Schweine anlocken. Ja genau, dann müssen wir in der NPC stattfinden. Wie kriege ich denn hier diesen blöden Regen aus? Toggle Downfall, oder? To set the weather to sun in world. Ah, okay, super. Einfach nur, du kannst einfach sun eingeben. Slash sun, da geht's auch. Ich habe Brain off eingegeben, das hat oder auch... So. Hier ist eine Höhle. Hinschutzschock, du hast erwähnt, dass demnächst ein PlayStation 2, sage ich schon, ein Planet Side 2 Stream mit Abonnenten kommt. Was muss man tun, um mitzumachen? Am besten über Steam, einfach Planet Side 2 laden. Da ist jemand im Boden drin. Wo ist denn der Omega? Ist der unterirdisch? Da ist eine Höhle. Ach so, das ist aber der Rundgang, oder? Ja. Ja. Dann können wir hier eigentlich zumachen, obwohl dann werden Zombies. Wo ist denn ein Stagidak? Ich bin auch gerade unterirdisch. Aha, aha, aha. Aber meine Pickaxe ist kaputt gegangen. Ich habe hier Stickies, wenn ihr braucht. Ja, also, ich erkläre das mal, bevor ich hier meine Sätze immer abbreche. Planet Side 2 über Steam laden. Dann einen Account machen. Ich glaube, für die Deutschen ist das die von ProSieben die Seite. PlanetSide2.eu oder irgendwie sowas in der Art. Lukas, du fragst, ob ein Server... Nein, der Server hat nur 4 Slots. Leider nicht möglich. Wir spielen hier zu viert. Das müssen wir vielleicht bei für zukünftige Livestreams mal probieren. Bei mir ruckelt's. Bei dir ruckelt's? Ruckelt's bei den anderen auch? Nö. Nö? Gut, dann ist gut. Planet Side 2 über Steam laden. Dann macht euch einen Account auf der Planet Side 2 Seite.
Dann geht ihr auf den Surfer Kobalt. Der Server heißt Kobalt. Wie, du kannst nicht mitspielen, Herr Cocaine? Du wolltest nicht. Ja, weil ich endlich ins Bett muss. Ja, das stimmt, ja, du musst früher raus. Das tut mir echt leid. Der Server heißt Kobalt, C-O-B-A-L-T. Und dann macht ihr euch einen Charakter auf der Seite der Vanu. Das ist eine der Fraktionen. Das sind die Lilanen. Und dann schreibt ihr ingame den Minyas an. M-I-N-Y-A-S. Und macht dann eine Freundschaftsanfrage. Und ich werde euch dann mal, ich werde unter der Woche auch mal reinschauen. Und spätestens am Samstag werde ich euch annehmen. Und dann können wir zusammen Planet Side 2 zocken. Dann kommt der. Wer hatte die Weizenkörner? Ich hab 29. Weizen habe ich auch. Ja. Schumo fragt, geht es auch, wenn man nicht über Steam hat? Ja, ja, das geht auch. Steam lädt nur den Client runter. Also der Account ist nicht Steam-abhängig. Danke. Das ist ein eigener Account. Ich hab noch ein paar. Also ob ihr jetzt einen Account auf der amerikanischen Seite oder auf der deutschen Seite gemacht habt, ist egal. Ihr kommt in beides rein. Also ich habe zum Beispiel einen US-Account, weil damals in der Alpha war das noch alles US. Es gibt viele, die haben auch noch einen deutschen Account. So, ich würde gerne irgendwas machen. Ich habe Blumen. Also die Höhle, die ich gefunden habe, die könnte man erforschen. Das ist so eine, wie so eine Kluft oder so eine Schlucht, die man ab und zu mal findet. Nur reicht das ganz bis an die Oberfläche. Aber es ist trotzdem so ein hoher, langer Gang. Du meinst so ein Canyon unterirdisch? Genau, ja. Ja. Ich würde mich auch gerne irgendwo einbuddeln, dass wir Erze suchen können. Bräuchte also ein paar Stickies, wenn du noch welche hast. Ich hab noch, warte. Pass auf, ich würde jetzt mal hier kurz einen Baum fällen, würde mir daraus Stickies machen, dann ein bisschen Stein holen und dann buddel ich mich irgendwo schräg in die Erde. Hier, ich habe 54 Stickies für euch. Okay. Reichen die? Ja, sollten. Kann mir vielleicht noch jemand 3 oder 6 Steine geben für Steinäxte? Ich habe keinen Stein. So, ich werde jetzt. Stein? Ich werd wie viel brauchst du? Ja, ich kann dir einfach alles geben eigentlich. Ich werde jetzt hier anfangen abzubauen. So 6 Stück reichen, glaube ich. Ich muss noch ein paar Bäume fällen. Ja, hier liegen sie. Das sind super, waren 40, glaube ich. Oh, echt? Oh, cool, danke. Minecraft, der Überlebensmodus macht keinen Spaß. Das ist, glaube ich, Geschmackssache. Also mir macht der Spaß. Mir nicht, aber ich mach's trotzdem. Wie? Also, du magst den Kreativmodus mehr. Ja, ich hasse diese Zombies. Ich erschrecke mich immer so zu Tode. Das ist ganz schrecklich. So, das müsste doch lang hier ansteigen, oder? Was haben wir denn jetzt? 21, komm, ein paar geht noch. Ich habe auch noch 19. Ich hab hier die Stickies für euch. 20. Ich hab's mal gesplittet in 3 gleich. Okay. Danke. Dann macht sich mal jeder, ich würde sagen, wir machen uns, buddeln uns hier in die Erde von diesem Ding aus, wo wir hier gerade rein sind, weil da haben wir natürlich einen Eingang und müssen nichts zerstören. Ich habe eine andere Höhle, die besser ist, wie gesagt, dieser unterirdische Canyon. Okay. Der hat auch einen direkten Eingang. So. Dann mache ich mir mal 2 Pickaxe. Ich wollte für jeden jetzt eine Iron Pickaxe mal machen. Ah, du bist schon so weit. Ja, ich bin da mal reingegangen, hab geguckt und hab dann gesehen, dass es im Canyon Eisenerze gewesen. Ah, okay. Ja, das wäre super. Aber die sollten wir uns aufsparen. Wir sollten schon die Steine nehmen, weil ja, klar. Mit Eisen sollte man nur Diamant oder Redstone oder so abtackern. Genau. Hinschutz, geh in die Höhle. Das machen wir gleich. Hinschutz, wenn es bei deiner Frau ruckelt, kann sie im Launcher die benutzten RAM auf 2 gehen. Bei Minecraft wird maximal 1 GB benutzt. Okay. Ruckelt es bei dir noch, Frau? Nö. Ja. Ich habe das komischerweise nur manchmal. Dann bleibt das Bild kurz Schumo stehen. Schumo sagt, und wir sollen Disco-Schafe machen. Färben. Das ist was für die Frau, die färbt gerne. Ja. Mach ich gleich. Ich muss erstmal unsere Hütte bauen. Über welchen Anbieter? Über den Dirado haben wir denn? Also da hatte ich schon immer einen Minecraft-Server und die laufen auch echt gut. Der liebe Cocaine wird, glaube ich, demnächst, oder? Du hast vor, nochmal einen anderen Anbieter auszuprobieren. Ja. Und da schauen wir mal, wie der Server läuft. Dann lass uns einfach mal überraschen. Da gibt es einen ganz günstigen Serveranbieter. Wie ist der dein und deine Serverhost? Dein Serverhost.de so oder Mädels. So irgendwie, glaube ich. Ja. Golden Liquid schreibt Liquid Duck Bester. Ja, das finde ich auch gut. Ja. Achso, kann ich eine Schere bekommen? Hat jemand, wer hatte Eisen? Ich habe Eisen. Wie viel brauchst du denn für eine Schere nochmal? 2 Stück. 2 Stück. Wir zocken normales Minecraft. Nee, wir zocken auf dem Server, der Bucket laufen lässt. Das ist einfach nur, um sich zu porten, um Startpunkte festzulegen und solche Sachen. Also kein neues. Für euch hier direkt jeder 13 Fackeln. Mehr hab mach's ich gut, Isiri. Schön, dass du da warst. Vielleicht sehen wir uns ja später nochmal. Vielleicht spielen wir später noch was anderes. Im Moment erstmal Minecraft.
Weil ich auch Bock drauf habe. Oh, hast du die jetzt alle schwarz gefärbt? Oder hast du geschert? Ich hab die geschert. Die armen Schafe, die müssen frieren. Gucken wir jetzt noch wackeln für dich, Minas. Ja, ich mache mal ganz kurz Tag. So. Wackeln, sehr genau. Gut. Mama, die werde ich mir mal ganz kurz hier reinlegen. Eine Eisenspitzhacke ist auch gut. Die Wolle lasse ich hier, den Säbling lasse ich hier, das lasse ich hier. Und die Fackeln. Frau, hast du irgendwo eine Kiste? Nö, noch nicht. Ich mache eine. Mach mal kurz eine, stell die mal hier hin, dann kann ich mit meinem Kran drin abladen. Ja, geh mir mal aus dem Blickfeld, bitte. So, Henschezock, spielt er auch mal Tekkit oder andere Modpacks? Ich habe ehrlich gesagt noch keine anderen ausprobiert. Ich hatte, glaube ich, mit Tekkit das Problem, dass dort, ich lasse dir mal die Erde da, was war denn da das Problem? Ich glaube, dass die Minecraft-Version nicht gestimmt hat oder Tekkit war nur für 1.6.4 oder sowas. Bin mir da unsicher. Wir brauchen was zu essen, Mädels, wenn wir hier losziehen. Ja, ja unbedingt. Ja. Also das, wir sollten nicht losziehen in die Höhle, bevor wir nicht was zu essen haben, sonst geht's schief. Hier ist auch eine Höhle, ne? Hm? Hier ist eine tiefe Höhle. Hinsturz, ja, genau, die wusste meine ich das, dass da ich dich drin. Liebe. Aha, okay. Ach, wie süß. Mhm. Jetzt habe ich Telefon. Hab ich auch ganz eins. Kleinen Moment mal. Ja. Sticky ist noch dabei und Holz für Mäuschen. Hat einer Fackeln? Ich hab dir schon welche zugeschmissen. Du hast jetzt 13 Stück. Ach da. Das sind diese kleinen Stifte. Kann zaubern. Ja, genau. Wir sollten vielleicht wirklich einfach noch ein bisschen. Bunte Farben. Orange geht auch noch direkt, oder? Ja, ich brauche. Ich bin ein grünes Schaf. Ich hab kein Grün. Da brauchen wir. Kaktusgrün, glaube ich, genau. Ne? Muss Kaktus in den Ofen und. Richtig. Weiß doch noch einiges. Ich bin stolz auf dich. Ich will ein grünes Schaf. Mach den grünes Schaf. Soll ich aufmachen? Schub's rein. Ja, nicht zu mir gucken, rein. Große Höhle. Nein! Oh shit, jetzt habe ich es rosa gemacht. Aber es ist zu. Soll ich dir einen Weizen so geben? Ich habe einen Weizen drin. In der Tasche. Und das Schaf hier? Ja, warte. Ja, das krieg ich. Das Gatter geht nicht zu, verdammt. Okay, Moment. Ist schon da. So, komm, Schafi, komm. Komm mit. Ach Mist, ich habe ja den Links hier weggemacht. Oh. Okay, warte. Ja, wenn sie einmal Interesse dran verloren haben, dann dauert es wieder ein bisschen, ne? Ja. Jetzt, ne? Nö. Drück jetzt einfach rein, da. Nein! Komm. Warte, ich lock die anderen von dir weg. Schnell zu! Jetzt ist drin. So, sind wir irgendwie ein paar Tiere oder irgendwas? Fleisch? So? Obwohl, kann man. Ach, das ist hier ein Pilzbiom oder was? Direkt hier angrenzend? Das Riesenpilz? Ist möglich, ja. Soll ich Schalen machen für Pilzsuppe? Ich wollte sagen, kann man aus den Blöcken überhaupt irgendwas machen? Kann man die abbauen? Du kannst die abbauen und dann lassen diese Blöcke Pilze fallen. Oh, ich habe Eier gefunden. Das ist aber nicht zwingend, dass die Pilze fallen lassen, oder? So, Entschuldigung. Da bin ich kurz mal AFK. Was habt ihr gerade? Also ich weiß nicht, wie viele Pilze grundsätzlich fallen. Ich glaube nicht, dass in jedem Block ein Pilz fällt. Ah, eben. Ich habe jetzt, keine Ahnung, 7 Blöcke abgebaut und. Aber jetzt fallen Pilze. Welche Fraktion bei Planet Side 2 wird gerade gefragt? Das sind die Wale. Die Lilane, genau. Siehst du, das weiß sogar ich. Ja. Oft genug damit. Wo seid ihr hin? Ich bin einsam! Ich bin in der Höhle. Wo ist die Höhle? Ein Pilz ab, damit wir dann ein paar Pilzsuppen mitnehmen können. Die Männer suchen was zu essen. Ja, wir brauchen was zu essen, auf jeden Fall. Ich muss ja Holz hacken für unsere Hütte. Ich organisiere mal ein bisschen Kohle. Wo hat Liquid Duck den Umhang? Ich habe keine Ahnung. Kann zaubern.
Und Zauberer haben einen Umhang. Genau. Nein, Spaß, Job. Also jetzt ruckelt es schon wieder bei mir. Was sollte ich verstellen, damit es nicht ruckelt? Im Launcher, du müsstest das Spiel neu starten. Irgendwas mit 1, 2 Gigabyte. Keine Ahnung, ich habe es noch nicht gemacht. Ich auch nicht. Na gut, dann ist es egal. Das ansonsten machst du mal ein Reconnect. Machen wir ein anderes Mal. Ich, ich habe vor längerem Optifine, ich glaube damals 5 Euro, 5 Dollar gespendet. Und dann hat man so ein Optifine Cape bekommen. Und daher habe ich das. Ah. So, wie sieht's denn aus? Ich habe jetzt 18 Pilze. Ein paar Schalen und dann. Welche Pilze? Achso, nee, ich habe ja nur die roten, ne? Du brauchst da fehlt ja noch der andere. Da war ja was. Ich bin alleine, Liquid läuft an mir vorbei. Wo sind die anderen hin? Verdammt! Und ich rede mit dem Schaf. Hallo Schaf. Höhle. Wie geht's dir? Höhle. Na, hallo Mäh. Rotes Mäh. Weißes Mäh. Na? Pinkes Mäh. Pinkes Mäh, guck mich an. Was macht denn ihr? Knutscht ihr? Weißes und pinkes Mäh knutschen. Und orangenes Mäh. Hallo Mäh. Na? Alles klar? Alles klar? Sehr gut. Was denn du? Magst du zu deiner Familie rein? Du kannst normal reden, Jack ist nicht da. Magst du rein? Magst du rein? Oh, ist kaputt. Ich hab mit Schafen. Ich hab's Schaf kaputt gemacht. Ja, ich meine, hier ist ja keiner, mit dem ich... Welches Schaf hast du kaputt gemacht? Das stand draußen. Tut mir leid, war ein Unfall. Mhm. Ich packe aber jetzt mal die Wolle hier rein. So. Ich will Expedition, ich will Action, ich deabonniere euch. Los! Keine Monster. Ja, wäre ich auch voll dafür, aber wir brauchen halt wirklich Essen, bevor wir jetzt in die Höhle gehen und abbauen. Ja. So ist schon nur halbes Leben, beziehungsweise der Hungerbalken leert sich also immer weiter. Ich hab 2 Rohhühnchen. Rohhühnchen ist auch gut. Die kann ich euch geben. Aber das ist nicht besonders viel. Nee, das Einzige, was ich machen kann, ich kann uns was herzaubern. Naja, zaubern ist ja Cheaten. Zaubern müsste ich machen und ich kann das nicht. Hm? Zaubern müsste ich machen, weil ich den Umhang habe, aber... Ja. So, ich hab euch jetzt mal das. Und 2 Äpfel kann ich euch geben oder einen Apfel. Ich brauche selber was zu essen. So, einen Apfel habe ich hier hingeschmissen. Wie tief ist denn dein Hungerbalken schon gesunken? Also bei mir die Hälfte. Ja, bei mir auch. Dann so, nimm ich den Apfel hau ich mir rein. So, Moment, ich habe noch ein Hühnerfleisch gefunden. Können wir nicht einfach Tiere jagen gehen? Oder was kann man denn machen? Weizen anbauen? Wächst hier, oder? Wächst gerade Wasser. Weizen wächst und ich habe jetzt, hier sind 3 Hühnerfleisch drin im Ofen. Also, Ach, hier sind sogar 4 braune Pilze. Das heißt, ich kann Schüsseln machen und dann... Was machst du? Suppe? Genau, ja. Ich gehe jetzt mal unsere Hütte weiterbauen, Mädels. Geht ihr mal Essen jagen? Keine Ahnung. Und ich mache hier Hütte. Scholle 12345 sagt guten Abend. Ich gucke jetzt seit ein paar Tagen deinen Kanal, bin sehr angetan. Rede mal ein wenig mehr Hessisch oder musst du da Appleboy-Indus haben? Na, das geht auch so. Aber ich rede halt mehr nicht so platt, das verstehe mich die anderen nicht. Ich könnte aber im Kokain ein bisschen Mannheimer schwätze. Ja, aus Hessen, also. Versteht es. Ja, gut, du bist ja auch hier aus der Region, ne? Ja, richtig. Nur wir reden alle Hochdeutsch, damit wir uns auch alle verstehen. Genau. Also ich habe jetzt jedem von euch so eine Pilzsuppe gegeben, ne? Ich habe sogar 2. Irgendjemand fehlt eine Pilzsuppe. Omega? Du hast meine gegessen. Hier, komm her. Moment. Ich habe mich verzählt. Verdammt. Ich rede ja normal auch kein Hessisch. Es ist ja nur das Gell und das Nett und so weiter. Ich habe keine Pilzsuppe. Du hast keine? Hinstutz zockt, kennst du Aserbaidschan? Wie, das Land oder die Region oder was ist Aserbaidschan? Region, oder? Oder ist das ein... Was soll Aserbaidschan? Region? Ach, hier ist die Höhle, sehr geil. Genau, ich mach da gerade mal jetzt hier so einen Eingang oder irgendwas, dass man das sieht. Dass man das ein bisschen absichert auch. 41, okay, das wird eine lange Hütte, aber wir sehr sind gut. Ja auch viele Personen, ne? Wie, wo wird die Hütte entstehen? Ich sehe sie gar nicht. Ach, da oben. Hier oben. Da oben, genau. Okay. Dann gehen wir mal in die Höhle. Mit Eingang. Yeah. Come in and find out. Mein Knöchel. Ey, wir sollen hier Licht machen. Brauchen wir nicht. Na klar. Keine Monster, kein Licht. Wie, diese Monster sind doch an oder sind sie aus? Keine Monster. Die müssen an sein. Hatte ich die nicht an? Dann haben sie sich gut versteckt. Ja gut, die sind ja, spawnen ja nur nachts. Ach nee, hast du die nicht mal ausgemacht? Also wenn die Monster aus sind, wäre natürlich blöd. Ich glaube, du hast die mal für mich ausgemacht, weil ich so ungern mit Monstern spiele.
Weil du immer so eine Angst hast. Sollen wir Monster anmachen, sonst kriegen wir gar keine Pfeile und sowas. Ja. Ja, klar, mach ruhig an. Ich sterbe doch immer den Heldentod, wenn die Monster an sind. Kann ich die im Laufenden? Nee, kann ich nicht, gell? Nee, kannst du nicht. Ich glaube, wir müssen kurz stoppen. Gut, dann kurz. Mädels, an die Seite. Ich gehe raus. Das geht nicht, Angst. Nee. Okay, wir bleiben hier mal stehen. Machen kurz Licht hier, Omega. Liquid. Also ich bin raus. Ich bin okay. Raus. Kürze, weil ich weiß, es geht nicht. Mhm. Okay, dann, ich habe jetzt alle meine Fackeln verbraucht. Hier ist eine Fledermaus. Sind Fledermäuse auch Monster? Nee, Fledermäuse Nein. gehören zu den normalen. Die fressen dich, die Killer-Fledermaus. Ich mach's auch. Aserbaidschan ist ein Land. Danke für den Hinweis. Also, ja, da, namentlich kenne ich's, aber das Land selber, nein. So, dann machen wir kurz einen Disconnect. Ich werde hier kurz ganz kurz bleibe ich hier. Nein, ich mache mal Verbindung trennen. Wir bleiben hier 3, einfach im Spiel. 2, 1. So, dann gehen wir mal auf den Server. Ich kann jetzt gerade den Chat nicht gucken. Soll ich in den Chat gucken, Mathe? Ja, kannst du machen. Server stoppen. Server stoppen. Server stoppen. Server stoppen. Stoppen. Was denn? Ein Plattdeutsch. Ja, das wäre schön. Server gestoppt. Einstellung. So, Spawn Monster. Ja, das war aus. Das hat man, glaube ich, von hinten. PvP haben wir aus. PvP darf auch ausbleiben. Sonst sehe ich mich genötigt, dich zu schlagen, weil, ne, wusste, Gewalt in der kommt. Ehe und so. Ja. Monster, PC, nur weiter. Wenn ich dich schon in echt nicht schlagen darf, dann wenigstens im Spiel. Gespeichert. Server starten. So, dauert einen Moment. Oh, ich hab's. Ja, was kann ich erzählen? Ich kann mir den Chat lesen, wenn der Server wieder startet. Ich hab Minecraft irgendwie zweimal offen. Jetzt weiß ich, warum es ruckelt. Auf was hast du denn die Schwierigkeit? Auf normal. Auf normal? Weiß ich nicht. Weil, ich weiß nicht, ob auch einfach oder auch auf normal, dann stirbst du ja keinen Hungertod. Dann geht es ja runter bis auf irgendwie ein paar Herzen oder so. Das sehe ich gerade nicht. Also wahrscheinlich, ich habe den Default gelassen, würde ich behaupten. Ich glaube aber schon, dass du den Hungertod stirbst. Ja, ich will es jetzt ungern testen, aber. Ach komm, das kannst du doch machen. Ich kann es aber auch lassen. Ein guter Tipp, wenn du in die Höhle reingehst, fackeln immer nur links an die Wand. Wie oft habe ich mich schon verlaufen? Und bin dieselben Gänge 12-mal lang gelaufen. Ja. Hirnsturz ist der beste, schreibt. Oh, hier ist ein Creeper. Oh, ist er schon wieder da? Das Ach, Server? Seid ihr schon wieder da? Ja. Warum sagt das mein denn Gott, keiner? Oh mein Gott. Moment. Ah, Einzelspieler, so ein Quatsch. Mehr Spieler. Ich bin auch erst in Einzelspieler rein, ja. So, es ist dunkel. Oh mein Gott, ich sterbe. Ich mach Day. Oh nein, die kleinen Mini-Creeper. Oh nein, die kleinen Mini-Dinger. Wie heißen sie denn? Sollen wir nochmal zurückkommen? Zombies. Kleine nein. Zombies. Die schaffst du doch. Ja, klar. Guck sie böse an. Du stirb. Wie kommen wir hoch? Andere hin? Wo ist die Frau hin? Da ist ein Creeper. Da ist ein Creeper. Oh Gott, was ist hinter dir? Ein Blöder. Komm mit. Komm mal mit. Wir brauchen mehr Fackeln. Verrick, du Mistvieh. Oh, danke. Jetzt legt sie los, die Frau. Gott, ist mir warm. Geht's mal los hier. Kaum sind die Monster an, wird ihr warm. Ja. Endlich ein Mann im Haus. Oh, laufen, 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 laufen. Oh, gefährlich hier. Hier fehlen Treppen. Ja, müssen wir auf jeden Fall mal eine hüpf, 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 hüpf. Na, weiter. Meine arme Leertaste. Hier oben ist alles safe. Ja, hier brennt jemand. Hallo. Du hörst nur Brummen hier neben mir. Jetzt. Ein Hirn. Ja, Hirnsturz, ich hab ein Hirn. Hier fällt auch hinten. Na komm her. Wolle. So. Hirn. Wolle. Vielleicht sollten wir auch Betten machen, dass wir da spawnen können. Ja klar, macht Sinn. Da musst du auch nicht immer Tag machen. Dann muss man jeder schlafen legen. Ah, die Frau braucht das auch schon. Ich muss gleich nochmal Komm, wir gehen lesen. In die Höhle. Was machst denn du hier mit Stäbchen? Was sind die Stäbchen? Die stützen nachher das Vordach. Ah, verstehe. ihr wolltet Betten haben, ne? Warte, ich habe 14 Wolle. Ich mache uns mal Betten.
Das ist fast nicht nötig, oder? Na doch, zum Spawnen wäre es gut. Aber wobei, wir siehst doch eh das Spawn um die Ecke, also dass wir hier ja, irgendwie. Ich brauche den Kohle, also. Nur eins, zwei. Also ich habe 50 Kohle habe ich jetzt und du musst mal im Ofen gucken, da dürfte auch noch ein bisschen drin sein. Mensch, was sagt man mit dem kreativen Modus scharf spawnen im Amboss? Was? Windschutzock, probier mal bitte im Kreativ aus, ein Schaf spawnen im Amboss in Jeb umbenennen und spawn das Schaf dann. Hä? Ich versteh's nicht, 51 Gamer. Du sollst dir einen Schafspawner geben und den im Amboss in Jeb umbenennen. Ah. Der hat, glaube ich, auch irgendwas mit Minecraft zu tun. Betten haben? Passiert bestimmt irgendwas. Also, hier sind für mich ist gerade extrem schwierig, den Chat zu lesen, weil. Soll Omega, du hast dein Bett hier. Danke. Minjas Bett. Moin, ich komme. Danke. So, da ist Bett. Bett. Liquid. Ich will kommen, ich suche den Ausgang. Ich gebe es Minjas mit, der kann es dir dann geben. Oder? Aber warum nehmen wir jetzt die Bett mit den Untergrund? Weil, wenn ich oben bin und ihr seid unten, müsst ihr das Bett mit den Untergrund wieso? Nehmen. Wieso? Nimm es einfach slash day. Nee. Warum nicht? Doch, wir sind doch hier. Cheat. Das ist nicht Cheaten, das ist. Okay, egal, dann mach was du willst mit den Betten. Kann ja nochmal neu. Kresti schreibt: Hinschutzock, kommt der Stream morgen oder Montag aufs YouTube? Ich werde den Stream auf YouTube legen. Also nicht dieses, was wir zuerst gespielt haben, das wird wegkommen dann. Aber hier der Kreativmodus, den Stream werden wir auf jeden Fall auf YouTube. Auf YouTube werde ich es übertragen. Und ich soll was? Kannst du bitte der Phoenix 100 grüßen? Hallo, der Phoenix 100. Ja, habe ich gemacht. Jetzt aber gut hier, Crazy. Jetzt wissen wir es. Ja, Amboss machen wir, yep, und alles. Kommt alles. So, wo seid ihr? Seid ihr in die Höhle? Ich bin hier oben. Du wolltest okay. Kohle haben. Ich Kohle. Hab da mal 62 mitgebracht. Ja, wegen Fackeln, weißt du? Also ich bräuchte Fackeln. So, ja klar, warte dann. Danke. Oh, sehr gut. Ja, dann können wir von mir jetzt wieder runtergehen. Ich habe übrigens noch ein Bett für dich. Ich hab ein Schaffel. Das mal ja, perfekt. Ich werf dem Omega auch noch 32 Fackeln zu. So, danke. Das haben wir. Ich würde am liebsten noch ein bisschen Holz mitnehmen, weil ich glaube, wenn wir eine Zeit lang im Untergrund sind. Soll ich dir Holz geben? Also ich habe 9 Holz und 11 Stickies dabei. Ja gut, das langt. Seid ihr sicher, sonst gebe ich euch noch Holz. Nein, das passt. Ich habe die ganze Tasche voller Holz. Wo sind die andere Workbench eigentlich? Hier habt ihr 32 Holz. Hier? Nee, das ist die andere ist ein bisschen weiter oben, glaube ich. Oben stehen zwei. Habt ihr Essen mit? Hier steht die eine. Dann nimm die eine mit. Essen haben wir nur eine Suppe. Ich habe auch noch eine Suppe. Habt ihr die Betten hier oben oder nehmt ihr die mit? Die Jungs haben die. Ja, ich halte das Bett mitnehmen für Quatsch. Man kann doch slash day eingeben, dann haben wir hier keine Unterbrechung. Oder? Ja. Theoretisch, ja. Aber wir können unsere Betten. Im Endeffekt ist es egal, wir können es auch einfach. Wir nehmen sie mit. Komm, wir nehmen sie mit. Wir nehmen sie mit. Warum genau. Slash day? Der Stream bleibt immer mal hängen. Einfach, wenn es hängen bleibt, einfach mal refreshen den Browser. Das ist die eine Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit ist, unten in der Leiste, in dem Player, neben dem Schraubenschlüssel, gibt es eine Einstellung zwischen Medium, High und, weiß ich nicht, Low, gehe ich mal davon aus. Low, yeah. Da könnt ihr die Einstellung reduzieren. Dann dürfte der Stream nicht so viel Bandbreite verbrauchen für euch und besser zum Anschauen sein. So. Ich finde es übrigens ganz schön risikoreich, hier so am Rand, wo bist du denn jetzt lang? Da drüben. Ich bin nach unten. Hörst du auf? Etage, ich hab Angst. Ich will nicht abstürzen. Vor allem mach mal Licht, wenn du hier entlang gehst. So. Da ist ein Creeper! Ach, da ist ein. Ja, ich mach den weg. Warte. Nee, ich lass den mal hier hochkommen. Nicht, dass der denn das schöne Gunpowder droppt oder so. Hast du einen kleinen? Ja, er hat eh nichts getroppt. Ah, Sketti hinter uns, Achtung. Au. Oh ja. Au. Ah, warte, ich muss hier schnell rübergehen. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht hier in den. Er folgt euch. Komm, lass ihn hier rüberkommen. Wow. Er geht dir nach. Oh, er sieht mich, scheiß. Ja, jetzt ist er. Jetzt hat er mich runtergeschmissen. Toll. Nein, Omega. Gott sei Dank nicht die Lava. Du kommst aber hoch. Du kommst bei diesem Wasser. Ah, genau, er schießt mich hoch, ja.
Warte, ich komm mal runter. Schütze dich. Ich hab den Zombie, das Skelett. Soll ich zu euch runterkommen? Oh, hier gibt's was zum Abbauen. Soll ich zu euch runterkommen? Genau, spring in den roten See da unten. Ich bin da. Kriegst du auf jeden Fall kein... Oh mein Gott, du hast einen Stein gestummt. Der landet in mir und drückt mich nach hinten weg. Pass auf die Lava. Ich muss das Wasser hier blockieren. Ich muss das Wasser blockieren. So. Ja, hier ist auf jeden Fall Kohle. Oh, du hast einen Arm. Oh, nee, du Armer, du hast einen Pfeil im Arm stecken. Komm, wir mal auf Rambo und ziehen raus. Ja. Ach, der Eid hat schon wird abgebrochen. Das. Vielleicht sollten wir die Lava abstoppen, oder? Soll ich die mal versuchen, ein bisschen... Wäre langweilig, gell? No risk, no fun. Mach ich mal irgendwie, also... Bei aller Liebe, Mining ist cool und wichtig, aber wir brauchen Food. Wir brauchen dafür nicht was zu essen. Ja. Weil ich habe jetzt... Mir fehlen 3 Hungerbalken. Ich habe nur noch halbes Leben, weil ich jetzt einmal hier in die Lava... Ich habe noch eine Suppe dabei, wurde. Aber die müsste ich jetzt gerade mal selber essen. Ja, nee, ist hier ruhig. Meine Suppe bröselt auch. Jetzt habe ich eine leere Schale. Ja, das ist richtig. Du kannst sie immer wieder befüllen. Du kannst die Schalen wieder verwenden. Ah. Ja, in der Regel den Teller auch nicht mit. Schutzock, kannst du mal bitte ein Pferd in die Lava schubsen? Wieso sollte ich ein Pferd in die Lava schubsen? Da kommen die kleinen Sadisten raus, ja. Ich habe auch das Gefühl. Kohle, nehmen wir alles mit. Ja, sollte man es erstmal zu essen besorgen? Oben ich bring, der steckt ein Pfeil im Hals, Omega. Aua. Aua, voll im Kopf steckt da drin, im Ohr. deswegen höre ich so recht so schlecht. Ja, es pfeift zu kurz. Abkürzung nimmt er, guck mal an. Warte, da muss ich schwimmen, jetzt. Jetzt. Guck mal, was da ganz oben ist. Vielleicht. Ich hab dir Pumpkin Pie vor die Füße geschmissen, Ninjas. Oder guck mal in dein Inventar, bitte. Moment. Oh nein, hier fließt Wasser rein. Nein, ich wollte es nicht. Moment. Oh Mist. Und. Na so. So, bin raus. Ich könnte. Na. Oh nö, ich hab's klar. So. Ich hab mal das Wasser ein bisschen hier abfließen lassen. Boah. Ah, sehr gut. Was habe ich? Pumpkin Pie? Ja, habe ich. 64. Das ist ja hier der Gott, der Minecraft-Gott. Wo seid ihr? Liquid? Ich bin weiter in die Höhle. Komm her, ich geb dir was zu essen. Komm her. Dreh dich um. Ja, ich bin hoch wieder. Okay, wir sind unten. Omega, komm mal zurück. Ja, ich komm gleich zu. Ich hab hier gerade Gold gefunden. So, hier. Ich hätte gerne einen Burger. Na, du kriegst hier lecker Kuchen. Hast du? Danke. Ich werde jetzt auch mal was essen. Hauptsache ihr habt ein Sahneschnittchen. Du hast nichts. Nee, aber das Getreide muss langsam wachsen, oder? Ich weiß es nicht. Es wird langsam dunkel. Ich habe Angst. Welche Richtung? Hier in die Richtung, oder? Sind wir weiter? Ja, ich habe ein Schaf in der Hütte. Aber wird es kuschelig warm? Boah, das ist aber ganz schön schmal hier. Ja. Ich mach mal lieber so, dass der Fluchtweg begehbar ist. Weiter. Hier ist fertig? Hier kommt blödes Wasser runter. Da können wir es hochschaffen. Machen wir mal Licht. Du kannst da drin hochschwimmen. Blödes Wasser runter. Was hast du denn jetzt gemacht? Jetzt hast du das Ding hier unter Wasser gesetzt. Mein Gott! Ach, nein. Du Scheiße. Was auf jeden Fall ist... Warte mal. Hier hinter... Moment. Dickstack wurde von Zombie erschlagen. Ole, ole. Ja, warum? Es sind 2 Skelette hinter mir gespawnt. Die haben mich in die Schlucht runter. So, jetzt probieren wir mal hier hochzugehen. Effert. Und wo bist du jetzt? Da bist du. Ja, ich bin da. Hier ist ja direkt der Spawn. Ich sehe ihn flitzen. Dann bin ich direkt auf dem Kopf von einem Zombie gelandet. Das fand er irgendwie nicht so lustig. Gehst du da oben weiter? Beine gescheuert. Herr Omega? Bestimmt. Ist auf jeden Fall was Blaues zum Abbauen hier. Okay. Blau ist immer. Beeil mich, dann kannst du mir mein Zeug wiederholen. Wow. Das können doch die Jungs einsammeln, oder? Ich war ein bisschen hochgelaufen. So.
Hast du eine Treppe da hoch gemacht? Ja. Jump'n'Run. Weiß nur nicht, ob es hier irgendwo weitergeht. So. Oh, dann ist mir zu dunkel. Ich glaube, ich komme zu dir. Liquid, kommst du wieder? Ja, ich bin da. Ich habe mein Zeug aufgesammelt und muss jetzt hier gerade... Mein... Ach, du bist da oben? Oben, ja, ja. Und unten kommen überall Viecher auf mich geflogen. Und Creeper explodieren. Und... Kacke. So, jetzt kannst du hoch. Omega. Geht's denn nicht mehr weiter? Da, nee. Okay, dann müssen wir hier lang. Kannst ja eine Seite weiterbauen mit ein paar Steinchen oder so. Ich mache hier mal nochmal einen Stein dazwischen. So. Oh, hast du noch eine? Hm? Ich mache nochmal Licht. Ah, perfekt. Ich habe Lapis Lazuli gefunden. Da können wir die blaues Schaf machen. Mhm, supi. Blaues Schaf. So. Mhm. Wenn, was schreibt Lubu211? Schreibt Hinschutzock, wenn ihr Nacht habt, mehr macht Fackeln neben das Getreide, dann wächst es auch bei Nacht. Ach ja, okay. Ich brauch Fackeln. Mondscheingetreide. Genau. Was machst du denn? Wollen wir in diese Richtung weiter? Oder weil du bohrst dich, glaube ich, einfach in die. Also, mein Vorschlag ist, dass wir uns ja möglichst tief buddeln. Um auf Ebene 10, 12 da so kommen. Ne? Okay. Macht Sinn, ja. Macht Sinn, um Diamanten und überhaupt Matzen zu finden. Das heißt, ich würde mal hier runtergehen. So. So, so, so. Wo ist denn der Liquid? Kommst du ganz runter, Liquid? Ich suche euch, oder ich weiß nicht genau, wo ihr seid. Ich laufe mal in deine Richtung. Ich glaube, ich habe doch eben deinen Namen hier gesehen, dachte ich. Gib doch die Koordinaten durch. Ah, ich sehe euren Namen. Komm, wir gehen hier unter die Lava durch, oder? Genau. Da ist der Liquid. Das ist heiß. Pass auf. Ja, geht. Also, wir sollten uns aber, irgendwo am Anfang runterbohren, oder? Wollten wir hier runter? Also, ich muss mir jetzt auch was zu essen machen, sonst verreck ich hier. Na gut, aber ich würde gerne... Genau, essen. Hast du noch ein bisschen was, Milias? Ja, warte. Moment. Da. Oh. Da. Unter dir. Genau. Sollen wir die Lava hier abstoppen? Warum? Fließt doch gut da. Gersti fragt, Hirnsturz, kommt bald eine Facebook- bzw. Twitter-Seite online? Wenn ja, wann? Twitter gibt's schon, Facebook bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das brauche. Also es gibt eine, aber die ist unsichtbar geschaltet. ich bin mir noch nicht sicher, ob wir die oder wann wir die online schalten werden. Ich würde ja am liebsten mal die Lava hier abschalten. Irgendwie habe ich ein bisschen Schiss bei... Da hinten läuft jemand. Da hinten läuft ein... ekelhafter Creeper in Lederklamotten. Aber Omega, du bist jetzt auf jeden Fall tief genug schon, ne? Wollen wir mal. Wir sind schon F3. In Diamantreichweite. Wir sind jetzt in Höhe... Hier stehen wir auf 15. 15, ja. Sagen, aber nicht in die Richtung, da könnte Lava sein. Oh. Warte mal, doch, ich werde jetzt mal... Was ich jetzt mal machen werde, ich werde mal... warte mal, 1, 2, 3. Ich will hier die Lava zumachen, weißt du? So, so, so. Ja, das sollte schon lang. So. Ich glaube, mein Holz reicht nicht. Wo sehe ich dann nochmal die Höhe, wo ich bin? F3? F3? Ja. Und dann siehst du links unter diesem Multiplayer-Chunk-Cache direkt X, Y und Z-Koordinaten. Die Y. Y ist ja die Höhenkoordinate. 12, 11 hast du gesagt, ne? 10, 11? Ja, sowas, ja. Okay, mein ich mach unten wieder zu. Ah, ja, wenn du, ja, ich glaube, so bis 16 geht's. Hier 12 heißt es im Chat. Hier schreibt jemand ja, 12. Genau, 12 und dann auf 8 macht man meistens noch einen. Da unten ist auch einer der Steine, die hier sagen, Ende. Wie lange geht genau, der Livestream? Der, oh, jetzt ist hier das Licht ein bisschen arg. So. Wenig geworden. Wie lange geht der Livestream, solange wir Lust haben? Also. Kann ich noch nicht so genau sagen. Schauen wir mal. Dann ist die Lava jetzt eigentlich aus? Ja, ich habe die ausgemacht, ja. Ich hab's das trotzdem gestoppt. Wahrscheinlich die falsche Richtung. Ja, die Höhe ja, ist in doch die Richtung. Ja. Du da meinst hinten, Safety. In die Richtung kommt noch mal weiter, noch mehr Lava und ja, nicht, dass weiß. Wir uns dann irgendwie frei. Also jetzt sitzt genau 12 auf der Höhe. Wir machen hier mal 2 breit. Ich helfe dir mal. Ich muss auf jeden Fall gleich noch mal... Wasser. Okay.
Kannst du es abstopfen? Ah, das kommt hier oben rum. Warte mal, okay. Ich habe nasse Füße gekriegt. Ich wirke das Wasser ab. Warte, ich mache das Wasser. Ah, nee, das ist schwierig. Das ist ja unser ist, Lift sozusagen, ne? Das ist, nee, wir kommen auch hinten hoch, meine ich, oder? Aber auch einfach zumachen. Nee, man kann doch einfach nicht hochschwimmen. Ich wollte jetzt einfach einen Rahmen machen, weißt du was? Ich nee, meine? Ja, hab ich. Hast du unten einen reingesetzten Stein? Ja, hast du. Wunderbar. Ja, klar. Gut, dann es ja wieder runter. Ja. Bestimmt bis morgen früh soll der Stream gehen. Oh, ich glaube, so lange halte ich nicht durch. Außerdem habe ich noch morgen noch Aufnahmesession. Da muss ich einigermaßen fit sein. Hallo, Omega. Servus. So. Zwei Danke. Breit. Achso, zwei Breit, ne? Dann war ja. Die Fackel wahrscheinlich an der Zwischenwand ein bisschen. Ach, das ist egal. Nicht geguckt, von welcher Seite du kommst. Eine Frage, wann gibt es mal wieder einen Rust-Livestream? Du, das mache ich spontan. Also ich habe jetzt angewöhnt, ein Video zu posten, damit ihr seht, wann ich da einen Stream vorhabe. Nächsten Samstag ist erstmal groß Abonnenten-Special mit Planetside. Und Redstone. Frühestens das Wochenende danach, aber den Redstone nur mit der Eisenfackel abtackern. Mit der Eisenfackel mache ich. Mit der Eisenfackel, mit der Eisenspitzhacke meine ich. Alles andere mit der Holz, Steinpickaxe. Was ist heute los? Das andere, der was da so so abhacke tut, verstehst du? Das andere da. Endschutz, Zock, wie heißt dein Lieblingsgame? Boah, hab ich nicht. Wirklich nicht. Taschenbillard, nee, war ein Spaß. Mütze Glatze, genau. Nee, ich hab eigentlich kein Lieblingsspiel. Ich spiele alles Mögliche gern, deswegen ist mein Kanal ja auch so vielfältig. Wenn immer wieder als Kommentar kommt, mach mehr Rust und mach nur Rust, dann bist du jeden Tag 5 Folgen. Ich will vielfältig auf meinem Kanal bleiben und ich mag es nicht, ein und dasselbe Spiel dauernd zu spielen und auch natürlich Abwechslung auf meinem Kanal zu bieten. Demnächst wird hier, wir haben heute ein bisschen aufgenommen mit dem lieben Liquid, haben wir ein bisschen Space Engineers aufgenommen, das war ziemlich cool. Also mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Fand ich richtig cool heute. Waren da sehr kreativ. Oh, ich mach mal langsam Eisen. Hier. Ja. Ich höre hier wieder Lava, ziemlich wenn's blubbert, nah links ist, von mir. Ist gefährlich, das ja. Ist schwierig, da jetzt weiterzulaufen. Ja. Viel spannender ohne Ton. So. Viel spannender ohne Ton. So, da geht's raus. Hallo Liquid. Hi. Warum hast du Offenbach auf dem Umhang hinten? Ach nee, bitte? Optifiner ist das, nicht Offenbach. Genau. Das ist okay. Ich dachte schon. Ja. Das würde dem Minias ja jetzt quer stehen. Kick vom Server, ne? Oder wie war das? Ja, genau. Ich hab keine Schaufel mehr. Ich mach mal Eingang parallel zu Omega, fange ich auch mal an zu buddeln. Du willst nur mein Redstone. Ah, ich bin schon auf Eisen gestoßen. 5 Gold. 22 Eisen. Ich habe keine Schaufel mehr. Du hast keine Schaufel mehr? Nee, Alter, ich habe überhaupt Pflasterstein, ich kann mir welche machen. So. Oh, hier noch mehr Gold. Werden wir jemals hier rausfinden? Niemals. Werden sie es schaffen? Aber eigentlich haben wir dann nicht so kurvenreich gebaut, oder? So, ich werde mal gleich Chat lesen. Moment, mache ich jetzt gerade mal. Ich muss erstmal, dass die hier an die Steine kommen. Kurvenreich, nee, wir machen so sternförmig. Also so ja. In jede Himmelsrichtung Eisen. Ein bisschen. Eisen. Da bist du. Bist du da hinten? Ja, ich sehe deinen Namenstag so ein bisschen. So, ich lese mal gerade Chat. So, ich schaue diese wunderhübsche Fackel an. Hallo Fackel. Oh Gott. Ach, Fackel her. Ja, Kane, hast du noch überhaupt einen Überblick, was hier passiert? Nö. Nö, gell? Ich hab Erde hier. 51 Gamer verabschiedet sich, das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. 51 Gamer, falls du noch da bist, dir einen schönen Abend, mach's gut. Planetside 2 runterladen. Geronda, and your English is under alle Kanone, all Kanone. Welches Englisch? Meins wahrscheinlich. Wieso? Hat das gut Englisch geschrieben? Englisch. Nein, dein Englisch ist sehr gut. Meins? Ja. Ja. Gut, dass du nochmal ein Planetside erwähnt hast. Muss nochmal runterladen. Hirnstotz zockt, grabe 2 Blöcke weiter, damit das einfacher zu finden ist.
Aber Rust hat ein paar Wochen nicht gespielt, schreibt Soul Maniac, seit der Server, auf dem ich war, nicht mehr abonniert ist. Okay. Hirnsturz, hast du den Krieg, als du mit Dalukat gekämpft hast, aufgenommen? Welcher Krieg mit Dalukat? Ich kann mich nicht erinnern. Wann werden die nächsten Rust-Folgen hochgeladen? Da sind schon einige hochgeladen. Rust kommt alle 3 Tage. Alle 3 Tage. Einfach gucken, wann die letzte Rust-Folge lief. Dann 2 Tage Pause und die nächste Folge Rust. Immer alle 3 Tage. Auf welcher Minecraft-Version spielt er? Wir spielen auf 1.7.4. Ah, Gersi hat schon geantwortet. Alle 3 Tage. Sehr schön. Hirnstott zockt Lieblingsfarbe. Weiß ich nicht. Orange. Was so mein Kanal aussieht. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Verlieblingsfarbe. Ich kann mich für alles begeistern, wenn es gut aussieht. Endlich ein deutscher Stream, Ahmed 2000. Das ist doch schön, gell? Finde ich auch. Planet 2, das ist so eine Sache. Ich mag es eigentlich nicht so, aber ich will mal sehen, was mit 150. Ja, also Planet 2 wird lustig. Mit den ganzen Leuten, die wir unterwegs sind, wird bestimmt lustig. Letztes Mal war auch schon sehr lustig. Ich trage den ganzen Berg hier ab. Kakalolomomomo. Erwähn mich bitte. Ich habe das damit getan. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Mädels, findet mal bitte Diamanten, damit ich eine Diamantschaufel bekomme. Sind unterwegs. Anspruchsvoll, die Weiber wieder. Irgendjemand wird doch hier permanent geblockt. Planet 2, das weiß ich nicht, mag. Erwähn mich bitte, was ist das für ein Texture Pack? Wie heißt es? Sex4BDCraft. Genau. Blödes Huhn. Ja. Was spielt ihr denn eigentlich? Wie, was spielen wir? Eine Penisgröße? Komische Frage. Ich freue mich auf Planet Side 2. Ich auch. Bist du Bayer? Wer ist Bayer? Hier ist keiner Bayer. Hast du einen YouTube-Channel? Ja. Ist auf dem Kanal hier verlinkt. Verlockt. Ahmed, schau mal, hier unten drunter müsste ein Button sein. Ansonsten kann der Cocaine vielleicht mal kurz Ausrufezeichen YouTube probieren, ob er das irgendwie... Ob er das annimmt. So, ich muss jetzt hier mal weitermachen. Außer Chat. Jede Menge Gule. Ahmed, ist gut, kommt gleich. Der YouTube-Channel ist hier in dem Kanal verlinkt. Hallo, Lockelfight. Ja, ich habe einen YouTube-Channel. Warte, ich probiere das jetzt mal. Auch wieder eine oft gefragte Frage. Magst du Hunde? Magst du Hunde? Ich mag mal Katzen. Am besten durch. Nee, der hört nicht auf mich hier mit YouTube. Herr Cocaine, das funktioniert nicht. Naja, auf mich auch nicht. Komisch, der scheiß Nightbot. Echt. Der Chat ist einfach im Eimer. Der Chat, ja, ich glaube auch, dass er halt ein bisschen broken ist. Ja. Jo. Okay. Dann mache ich jetzt einfach mal hier. Hat deine Frau etwas gegen Bayern? Ja, nein. Das hilft, ne? Nichts Wirksames, würde ich sagen. Ja. War ein Spaß. Wir haben auch viele bayerische Freunde. Haben wir. Naja, den Herrn Woodruff. Hattest du nicht so einen Übersetzer? Der Woodruff, ja, der schreibt schon Hallo. Aber der ist doch kein Bayer, der kommt doch eigentlich aus der Schweiz. Natürlich ist das. Nein. Ja, aber er wohnt in Bayern. Ja, er wohnt da, aber ist ja keiner. Was ist mit dem Nightbot los? Ich habe keine Ahnung, was er macht. Ja, das ist, der ganze Chat ist im Eimer. Ich glaube, teilweise kommen meine Nachrichten auch gar nicht an. Ja, irgendwie ist heute da so ein bisschen, ne? Es ist Wochenende. Also YouTube ist hier im Twitch-Kanal verlinkt. Unten drunter gibt es einen fetten Button, da kannst du draufklicken, dann hast du. Ja, ich habe nämlich zweimal den Link jetzt gepostet von YouTube, aber irgendwie scheint der Chat das schon wieder nicht anzuzeigen. Kack Twitch. Oder hatte ich als Spammer entdeckt? Nee, als ob dürfte das doch kein Problem sein. Keine Probleme. So, ich mache jetzt hier mal weiter, wenn ihr die ganze Zeit stampelt habt. Hier ist aber dunkel, Herr Duck. Echt? Ja, du machst jetzt. Das von dem, hier, ne? Jump-Mod, die wir davor hatten, habe ich noch alles auf Bright stehen und das. Ach so, dadurch siehst du halt alles. So, ich habe hier mal ein bisschen Licht gemacht. Aber ich habe auch nichts gefunden in den Gangs. Das weiter zum nächsten dann. Ja, ich habe nur Angst, dass hier irgendwie Quatsch spawnt. Ach, stimmt, passieren, ne? Ja, kann nicht dran. Jemand will wissen, wie Kyrian im Real Life heißt. Frau heißt sie. Du Arsch, echt. Essen. Hunger. Ich weiß nicht, ich will inkognito bleiben, da kann ich das nicht erwähnen. Ja, richtig. Ich heiße Gertrude. Genau, ein hübscher Name. Ja. Gertrude. Annegret. Annegret, genau. Hannelore. Hannelore. Yes.
Hannelore klingt auch. Hannelörchen, ich beiß dir gleich ins Öhrchen. Nennen Sie Angie. Ja. Brech. So. So. Redstone. Eisschutz ist der beste. Was schreibt er? In Aserbaidschan herrscht Krieg. Was soll das? Was, ja? Muss ja, wir wissen es. Zum Krieg. Bitte kein Spam. Bitte, das hast du schon mal geschrieben. Das Danke. Tut mir leid für dich, aber da kann ich nichts dran ändern. Ich habe da Verständnis für, wenn das so ist, aber wir sind jetzt gerade hier in Minecraft und da ist Frieden. Da ist Frieden. Du hast Verständnis für Krieg. Nein, ich habe Verständnis dafür, was er schreibt, aber ich kann das nicht. Ach so. Das ist für mich jetzt hier im Moment einfach unpassend. Jawohl. Ich krieg Hunger. So. Der Herr Minjas hat ganz viel Kuchen für euch. Ja. Habe ich ihm gegeben, Ich kümmere mich um euch, aber um mich kümmere ich mich kein Stück. Ich verhungere hier gerade. Was hast du hier gebaut? Ich glaube, ich werde mich jetzt aber gleich ins Bettchen verziehen. Ich habe aber keine Eisenaxt. Captain Morgan schreibt, spielst du eigentlich ein MOBA-Game? Bis vor kurzem wusste ich noch nicht mal was. Du hast keine Axt? Ich habe noch eine. Willst du haben? Ja, gern. Aber ich habe nur Stein, gell? Achso, nee, ich meinte doch eine Eisen. Aber ich habe meine noch nicht mal verbraucht, also würde ich... Nein, Licht ist aus. MOBA-Game, ich wusste bis vor kurzem noch nicht mal, was das heißt. Das ist ja sowas wie LOL und was gibt's noch? Was ist ein MOBA-Game? Dota, letztens haben wir es noch erklärt. Irgendwas mit Strategie, ich weiß nicht genau. Also diese League of Legends, ich habe es nie gespielt. Nein, ich spiele keins davon. Ehrlich gesagt, habe ich auch noch gar keine Ahnung davon, wie sowas überhaupt funktioniert. Also, ja, ich spiele League of Legends. Also ich spiele Dota. Du spielst Dota. Also ich habe Dota 2 in meinem Steam in meinem Steam-Account. Aber ich habe es nie gespielt. Ich habe es nie angemacht und World of Tanks, nein, spiele ich auch nicht. So, was hast du hier hinten? Hier geht's nicht weiter, oder was? Ja, nee, der wollte jetzt die Gänge nicht einfach endlos lang machen. Hast du aber. Wenn da nichts kommt, dann ja, die gehen ja noch. Ich mache jetzt mal ein paar Fackeln. Fackel. Nehme jetzt einfach meine. Nee, alle Sticks mache ich nicht. So, ich wollte ins Bett, gell? Hast du gesagt. Aber du bist immer gern willkommen, noch wach zu bleiben. Allerdings ist es nee. Für die Arbeit nicht unbedingt förderlich. Nee, das nicht. So, alle Leute, die zuschauen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, viel Spaß. Gute Nacht, Le. Bis ihr Gute schon. Nacht. Ruhigen Gute Dienst Nacht, schlaf ich. Gut. Jo, danke. Mach's gut, jo. Ja, ciao. Oh, scheiße. Ach ja. Massive Online Battle Arena heißt das. Massive Online, das wurde als richtig. Und Steyr LP hat Ausrufezeichen LP eingegeben. Ich glaube, damit will er den Bot befragen, wie der Server heißt. Du, ich glaube, der Bot ist kaputt. Ich habe zumindest. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass heute Abend der Chat irgendwie völlig am Arsch ist. Omega ist schon ein bisschen irgendwie in Richtung Diamant was gefunden? Nee. Ich habe jetzt 150 rote Steinchen. Nee, mehr sogar. Bei 200. Wo bist du eigentlich? Ich finde auch gar nicht mehr raus. Ich bin jetzt hier verloren. Ich bin da links abgebogen irgendwo, wo ihr gerade Ausweiler seid. Ich überlege gerade, ob wir die Gänge, die Zwischenwände auch rausklopfen. Weißt du, was ich meine? Hm. Ich Aber weiß gar nicht mehr, in welche Richtung es weitergeht. Wo seid ihr überhaupt? Hilfe! Ich bin da, wo wir eben auch waren, in dem Gang. Trotzdem habe ich Angst. War das hier? Mach jetzt hier noch 5 Blöcke weiter und wenn da kein Tier kommt. Soll ich den die Workbench mitnehmen? Ja, genau, kannst du machen. Ich hab die jetzt nur da gelassen, weil du ja gerade am Werkeln warst. Keine Pickaxe mehr. Willst du zu mir? Siehst du mich? Nee, ich sehe ja dich nicht mal. Wo bist du denn? Ich bin links abgebogen. Wir sind stark geschwenkt. Ich habe jetzt mal gerade versucht zu finden. Ja, ich weiß, wo er war, glaube ich. Okay. Ich hab ihn vorhin mal kurz hier sehen. Oh, hier. Ich komme mal ein Stück zurück. Ja, ich sehe dich schon. Ich versuche ja mal so ein bisschen die Lücken zu befüllen. Hat es auch immer. Aber das wird hier schwierig. Nein, ich versuche es zumindest. hier ist Ende. Okay, ihr bist auf eine Höhle gestoßen. Willst du einen Spitzhacken haben, Herr Omega? Na, wenn du ein bisschen Steinspitzhacke hast oder so ein Kram, ja. Ja, warte, ich habe noch eine über.
Die Eisen ist jetzt die Hälfte weg. Ja, ich habe noch drei Viertel. Ich habe noch nicht so viel Kram gefunden, den ich abhauen könnte. Ich kann dir was heimlich zustecken und gibst es deiner Frau, sie merkt's nicht. Hä? Von dem Roten. Gehst du hoch und sagst, guck mal, für dich, Frau, rote Steine. Wo geht's denn hier hin? Ist das hier ausgebaut? Irgendwie habe ich gerade ein bisschen Schiss, dass mir hier so ein Creeper gleich auf den Kopf fällt. Oh, ich habe Diamant gefunden. Oh, warte, jetzt hau ich hier die Wand komplett raus. Das hast du. Wir hauen ihn um. Liquid Duck hat den Erfolg Diamanten erzielt. Supi. Bauen wir hier komplett alles frei, nicht, dass hier irgendwo noch einer versteckt liegt. Waren jetzt leider nur vier. Danke für... Ich bin ja dafür, dass in Minecraft Glastüren eingeführt werden. Ich finde schon ziemlich cool, dass man jetzt hier, das Glas färben kann. Hirnschutz ist der Beste. Ich bitte dich jetzt einfach hier zu dem Stream was zu schreiben oder so weiter und nicht weiter über den Aserbaidschan zu schreiben. Es nervt einfach, wenn du ständig wieder davon anfängst. Ich hab's gelesen, ich hab's zur Kenntnis genommen, aber jetzt für heute Abend ist auch gut. Was hast du gesagt? Entschuldigung. Wer hat was gesagt? Du hast was gesagt, du findest es toll. Ich habe gesagt, es wäre toll. Dass man das Glas mittlerweile färben kann, genau. Ja. Kannst du so Kirchenfenster machen. Ja, genau. Früher haben wir auch selber eine Art Kirche gebaut, also eine komplette Stadt. Schwierig dann, das gefühlsecht zu machen, sage ich mal, wenn du keine bunten Gläser machen kannst. So. Ja, Glastüren wären schön. So für eine Terrasse oder so kann man super Glastüren benutzen. Ja, wobei es die auch Texture Pack ja, gibt. Aber Texture Pack, weißt du, dann hat der eine hat es dann so und der andere hat es so und dann ist der Effekt auch wieder hin. Vielleicht ist meine Spitzhacke kaputt. Oh, da oben ist Gold. Das sieht nach Gold aus. Ich habe Gold gefunden. Oh, da ist noch was. Oh. Nein, Autospitzhacke. Komm her, Gold. So, ich setz mal kurz eine Workbench hier hin, Liquid. Am besten hier in die Ecke. So, Ja, machen. Stein. So, hab ich. So macht man's nicht. Ich muss auch gleich mal wieder dann an die Oberfläche. Brauche ein paar Kisten, um Stein und so einzulagern. Kakao Olomomono, kannst du bitte Skyrim Let's Playen? Boah, ich glaube, das gibt ein Mammutprojekt. Wenn ich Skyrim Let's Playe. Also mich interessiert das auch und ich muss auch wirklich sagen, dass die, ich finde diese, es gibt, wie heißt denn das bei, kann mir einer helfen, Skyrim, gibt es auch diese, ich nenne es mal Grafikverbesserer. Kann das einer mir sagen? Weiß jemand? Skyrim gibt es auch solche, wie heißt das denn? Ja, ich weiß es aber nicht. Skyrim ist so richtig aktiv gespielt. Nee, es gibt so. Ich weiß nicht. Kann es mal einer schreiben? Muss so etwas sein? Was muss denn sein? Was schreibt denn Scholle? Irgendwas höre ich hier. Irgendwas blubbert. Das ist schon Lava. Da trinkt bestimmt Shader jemand eine Limo oder so. Shader-Mod, schreibt einer. Shader-Mod ist aber doch für Minecraft, oder? Ja, dachte ich auch. Also, ich sehe es doch irgendwie anders. Irgend so ein... Ja, Mods sind schon klar. Nein, es gibt das in diesem, wie heißt das, Workshops in Steam. Gibt es da, kannst du runterladen. Oh, ich weiß nicht, da gab es so einen bestimmten Namen für. Da gab es dann so verschiedene Stimmungen, so wie so ein Cinema-Mod, dann sah halt die Grafik in Skyrim aus wie ein Kinofilm. Cinemod, ja. Ich weiß es nicht. Klaus. Da oben irgendwas mit Hurensöhne? Wo steht denn was mit Hurensöhne? Die gehören aber nicht hierher. Wer schreibt was mit Hurensöhne? Das sind die Mods.
Echo Kane, wer hat was mit Hurensöhnen geschrieben? Halte ich jetzt für ein Gericht. Also wenn hier einer hier rumschimpft, dann... Und tschüss. Oh, Diamant, 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 Diamant. Oh, viermal, viermal Diamant. Ich will auch. Ich habe einfach ein Zwischenstück rausgehauen, wo Liquid hier den Gang reingesäbelt hat. So, jetzt an die Eisen. Oh, fünf Diamanten. Bitte? So. Hast du, du hast Diamanten gefunden? Ja, fünf Stück. Oh, jetzt dunkel. Hier waren die fünf Stück drin im Boden. Ach, im Boden, okay. Ja, ja. Also sind wir zu hoch, kann das sein? Nö, nee, wir sind nicht zu hoch. Auf 12. Also wir stehen auf 12, dann ist Füße 13, Augen 14, oben drüber 15. Theoretisch ist noch eins drüber, ah, wo die sein können. So. Steam Workshop Skyrim Collection. Server IP haben wir keine, sorry. Das ist ein Server, der hat nur vier Plätze. Auf 11 muss ich stehen, oder? 12 sind wir. Auf 12? Warum liegt denn hier Holz? Wo kommt das Holz her? Warum ist denn hier überhaupt offen nach oben? Oh, ich höre hier irgendeine. Oh, ich hab. Oh Gott, ich mach mir ja nicht Höschen. Pickel zu Ende. Also ich versuche mal aus der Höhle rauszukommen. Ich komme mit. Ich will auch mal wieder Tageslicht sehen hier. Ja, genau. Also hier ist schon mal sehr gut. Meinst du, wir kommen hier hoch? Ja. Yeah. Meinst du, das ist der richtige Weg? Ah, ich kenne hier aus. Nein. Sag ich jetzt mal so. Ich schwimme im Omega. Warum steigt der nicht hier? Oh, muss immer mal wieder Luft holen zur Seite. Ich schwimme da immer an der Seite direkt hoch. Ja, dann kriegst du Luft, gell? Verlierst du gar keine Luft, ja. Oh, und nein! Oh, nein, 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 nein! Au! Shit! Oh! Das hat leck mich am Poppes. Da ist ein Zombie. Lass mich hier alleine, Jungs. Jungs, bitte. Da geht's hoch, oder? Ich will. Ah, ich sehe Tageslicht. Ich will nicht sterben. Lass mich durch. Lass mich als erst durch. Wow. Brains. So. Eieiei. Oh, hallo Frau, hallo Sonne. Also ein blaues und ein hellblaues Schaf habe ich jetzt gemacht, ne? Ein blaues und ein hellblaues. Genau. Wie kann man die Schafe färben? Davon die Färbestoff in die Hand nehmen und. Also, ich werde jetzt nochmal eine Eichentruhe machen und die praktisch die eine vergrößern. Habt ihr noch ein weißes Schaf gelassen? Ja, hier ich habe noch eins also, drin gelassen. Zwei und draußen Schafe. Ist auch noch ein weißes. Okay, alles klar. So. Eine große Kiste? Ja, habe ich jetzt gemacht. Ich hab hier was. Ich mache die Eisenzeug rein, ich mache die Diamanten rein. Redstone. Ich habe auch ein bisschen Redstone dazu gepackt. Eine Schüssel. Draußen jetzt erstmal meine Erze rein. Genau, Weizenkörner. Ich habe noch mal Kürbis, wie heißt das hier? Kürbiskuchen. Ja, danke, habe ich selber welchen. Stein habe ich, also 264er Stacks, die könnte ich mal hier lassen. Ich habe Stein auch, bisschen viel. Bisschen viel? Ja, 8 Stacks. Gut. 10 sogar. Hallo hellblaues Schaf, hallo rosa Schaf, hallo orange Schaf, hallo dunkelblaues Schaf, hallo rotes Schaf, hallo weißes Schaf, nee, das ist ein graues. Hallo Schaf. Alles Schafe. Mö.
So, ich werde jetzt nochmal ein bisschen Chat lesen, um auch euch da draußen. Oh, das, der Weizenbrau belang, oder? Kann das sein? Ich habe zwischenzeitlich schon geerntet. Ah, okay, verstehe. Willst du mal Call of Duty Black Ops 2 spielen? Habe ich. Oh Gott, jetzt geht's hier aber ab. Rondo, was? Ahmed Spam von Smileys? Achso, waren Smileys gespammt und deswegen Nightbot. Im Workshop gibt es viele Grafikmods. Ja, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Es gab da so einen Ausdruck, aber ist ja auch nicht so schlimm. Skyrim ist mir einfach zu aufwendig im Moment. Ich habe immer zu viele Projekte. Bowser 85 habe ich auch gerade gesehen und ihn sofort abonniert. Was hat denn Bowser geschrieben? Rausch so durch, ich kann es nicht lesen. Hossboss, Hilfe, ich höre nichts und sehe nichts. Was soll ich machen? Browser refreshen, keine Ahnung. Hirnschutz sagt, wie findest du The Orange Box? Orange Box mit Half-Life drin oder so weiter? Ich fand die Half-Life-Teile gut, aber es ist natürlich jetzt schon very outdated. Fortress 2 war ganz lustig. Bitte? Team Fortress 2 war ganz lustig. Ja, sowas, aber das ist schon lange her. Also finde ich ja, okay, hat Spaß gemacht. Also Half-Life ist storymäßig eins der besten Spiele. Habe ich sehr gerne gespielt und Half-Life 2 natürlich. Hinshot Zock, wie findest du das Orange Watch? Jetzt aber gut hier, MCP. Habe ich gelesen. Ich find's gut. Bitte Black Ops. Ja, Black Ops müsste ich auch mal wieder spielen. Habe ich lange nicht mehr gespielt. Aber ich habe immer so vieles andere, was mir viel mehr Spaß macht. Und da wird's schwierig. Gersti schreibt, lieber Minjas, man sieht ja nicht viel von deiner Frau, aber du solltest sie trotzdem ein bisschen mehr würdigen. Also im Privaten würdige ich sie ganz, ganz viel und ich gehe auch mal zu ihr hoch. Frau, bist du in der Hütte? Wie gesagt, ich baue hier den ganzen Berg weg. Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen übernommen mit der Hütte. Ah, ich sehe, wo du bist. Wir machen jetzt mal los, so. Ja, mein Gott. Das wird irgendwie so ein Mammutprojekt. Ich meine, ich wollte jedem ein Zimmer basteln. Ich werde jetzt mal die Frau ein bisschen unterstützen hier beim Berg weghacken, dass wir nicht die ganze Zeit unten drin sind. Und da werden wir bis zu welcher Ebene hättest du es denn gern? Ich habe hier schon angefangen, einen Holzboden einzuziehen. Du könntest vielleicht noch ein paar Bäume hacken, seh's, wenn du magst. Erstmal helfe ich dir mit der Erde. Okay. Wir machen jetzt gemeinsam mit der Frau die Hütte klar. Die hat sich ja hier ein Projekt vorgenommen. Soll ich euch Diamantschaufeln geben, weil ich hab mir dann doch welche Du hast geholt. Dir eine Diamantschaufel gemacht? Das ist doch völlig überflüssig. Wie, das ist völlig überflüssig? Weißt du, wie lange das dauert mit einer Steinschaufel? Ja, ich merk's grad. Also echt? Also bei mir geht's jetzt gerade. Ich bin hier fast wahnsinnig geworden. Wo seid denn ihr, Mädels? Ich sehe euch nicht vor lauter Erde. War gerade hinter dir. Ach da, okay, warte. Ja, du kannst mir auch eine Diamantschaufel geben, wenn du eine hast. Ich hätte auch gerne Diamantschaufel. Warte mal, hier. Das war. So, danke. Wo ist was, denn 15 Diamantschaufeln hast du mir gegeben? Ja, ich weiß nicht, wie ich mir die einzeln geben kann. Ich wollte eigentlich nur eine haben, auf einmal hatte ich 64 Ach, in der du Tasche. Du hast die, das ist ja nur, und wir gehen auf Suche nach Diamanten und die Frau baut sich hier das. Ja, wenn ihr so langsam seid, Entschuldigung. Boah, wir haben 5 Diamanten gefunden, ich habe mich gefreut wie ein Keks und die Frau cheatet sich hier 25 Millionen. Ja, weil ich habe hier echt lange mit der Steinschaufel und dann hatte ich keine Schaufeln mehr. Und habe dann nochmal 2 Stück gemacht. Die waren dann auch ganz schnell weg. Und habe ich gedacht, leck mich am Arsch, jetzt mache ich mir welche. So. Bernd, willst du auch eine Diamantschaufel? Ja, wo ist denn der Bernd? Gibt's hier im Angebot? Ja, ich habe hier. Wo bist denn du? Ich glaube, der Bernd ist im Untergrund. Nee, da ist der Bernd. Da, der Bernd hat da vor seinen Füßen. So, dann machen wir mal hier ein bisschen rein im Haus. Durchwegen. Dreck rausschaffen. Was ein Haus? Ja. Haus. Eine kleine bescheidene Hütte für uns. Ja. Soll ja jeder sein eigenes Zimmer kriegen. Das Loch im Boden füllen wir auch wieder mit Erde, oder? Dann mache ich das schon mal zu. Im Endeffekt ist es egal, weil ja sowieso ein Holzboden drüber kommt. Aber ich habe ja auch immer den Drang, das zuzumachen. Nee, die Löcher müssen schon zu sein, also. Nee, da kommt doch eh ein Keller rein. Kannst du lassen. Okay.
Okay. Zack, 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 zack. Ja, aber es ist gar nicht mal so schlecht, wenn wir jetzt hier so viel abbauen. Dann haben wir noch genug Erde, um später größere Farmen zu legen. Ja, auf jeden Fall. Was machen wir? Alles Mögliche. Ja, man kann ja mehrere Sachen anpflanzen. Bisschen Gras. Da gibt's ja genügend. Siehst du mal, zu dritt geht das doch recht zügig hier. Supi, danke schön. Hättest du nur was sagen müssen. Vier Leute gewesen. So, wollt ihr eine Erde bauen? Sollen wir das hier an der Wand auch rauskloppen, Frau? Das mache ich schon. Oh, in der Kante natürlich nicht. Hm. Das sollte ich mal wieder hinsetzen. So. So. Jetzt so. Sieht das doch schon mal ganz gut aus. Ja, würde ich auch so sagen. Freie Fläche. So, supi, dann mache ich jetzt die Hütte fertig. Holz brauchst du, hast du gesagt. Ja. Dann holen wir da noch ein bisschen Holz. Ich habe auch schon neue Bäume gepflanzt. Erde habe ich jetzt auch. Und ich habe noch... Wo soll ich eine Erde lagern? Hier in der Kiste? Ja, da habe ich auch die Erde reingemacht. Aber ich glaube, die ist gleich voll, oder? So, dann hol mal Holz für dich. Holz für dich. Voll. Aber ich lese jetzt gerade mal noch den Chat, weil der rauscht hier durch. Frau mal gewürdigt. Wieso immer so viele Fragen? Nehmt doch einfach mal hin, was er macht. Wie wär's mit Horrorspielen wie Outlast? Nee. Für Horrorspiele ist der liebe Cocaine zuständig. Das ist nicht mein Metier. Ja. Brauche ich einen riesen. Outlast ist so cool. Ja, das ist schon ziemlich creepy, ja. Ich hatte nur geschrieben, dass du einen YouTube-Kanal hast, Bowser. Hm. Also der YouTube-Kanal ist auch hier verlinkt. Wenn ihr auf Twitch guckt, sollte unten ein Link zu YouTube sein, beziehungsweise das Banner. Da könnt ihr draufklicken, seid auf meinem Kanal. Ansonsten YouTube/Hirnsturz zockt. So wie mein Name einfach in einem geschrieben. Wie wär's mal wieder mit einer Runde Starbound nach dem Update? Nee, also Moment nicht. Starbound habe ich erstmal pausiert. Da kamen mir zu viele Updates. Jetzt ist das Update gekommen. Das hat ja eine Story und das lässt sich extrem schwer let's playen, wenn da ständig alles zurückgesetzt wird. Starbound, ist im Moment bei mir nicht drin. Ich mache jetzt gerade Space Engineers zusammen mit dem lieben Liquid. Dann haben wir noch 7 Days, dann noch ein bisschen DayZ, wobei ich da im Moment nicht zum Aufnehmen gekommen bin. Nether werde ich wahrscheinlich auch erstmal pausieren. Die Sonne geht unter. Ach, wie schön. Die Sonne geht unter. Tschüss, Sonne. War schön mit dir. So, ich mache mal kurz Tag. So. Nether würde ich pausieren. Also bei mir wird es zukünftig jetzt erstmal Rust 7 Days. Minecraft. Minecraft kommt täglich. Ich glaube, ab 5. kommt Minecraft sogar täglich. Nein, ab 7. Am 6. Am 6. läuft nochmal zweitägig. Ab 6. genau. Mhm. Also es kommt bald Minecraft täglich. Dann haben wir 7 Days. Das werde ich weiterverfolgen mit dem lieben Cocaine und auch Jack zusammen und so weiter. Da werden wir auf jeden Fall weiterzocken. Da müssen wir mal weiterzocken. Ich hoffe, dass ich demnächst den lieben Cocaine nochmal einspannen kann. Rust wird natürlich bleiben, das ist ja das erfolgreichste auf meinem Kanal. 7 Days, Rust, DayZ, Minecraft und ab und zu zwischendurch kommt dann Space Engineers, so, genau. Space Engineers wird kommen, das macht mir auch unheimlich viel Spaß, das hat auch so diesen Minecraft-Effekt, relativ viel zu bauen und kreativ zu sein und das mag ich unheimlich gerne. Also so Bastelspiele wie Lego, das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Cocaine schreibt auch, Minjas spielt kein Horrorspiel. Du wolltest doch ins Bett, Cocaine! Nee, der Herr Minja spielt keine Horrorspiele und ich auch nicht. Ich habe angefangen, Cocaine, helf mir mal bitte, wie hieß das Spiel, was du gespielt hast? Mit den Schweinen. Hier, wie hieß der zweite Teil? Herr Cocaine, helfen Sie mal bitte, wenn Sie noch wach sind.
Wo der zweite Insomnia? Amnesia. Nee, Amnesia. Amnesia, genau. Boah, ich hab echt Schiss. Ich sitz da, das ist so ein Gefühl wie im Film, wenn einem der weiße Streifen in den Rücken hochläuft. So fühle ich mich, wenn ich das spiele. Das ist echt ätzend. Genau, also, Horrorspiele. Ich hab das nicht lange gespielt. Captain Morgan schreibt, du hast echt verdient, so einen richtig großen YouTuber zu werden, aber leider geht dann diese Atmosphäre hier flöten. Du meinst das Individuelle, wenn man richtig groß wird, dass man nicht mehr auf die Abonnenten eingehen kann? Lieber Captain Morgan. Oder was meinst du? Also ich versuche das aufrechtzuerhalten mit dem, dass ich euch antworte und Kommentare und so persönlich und solche Sachen. Also beim Twitch wird es natürlich schwierig. Da lauscht ja jetzt manchmal der Stream schon durch, gerade wenn ich Rust spiele, was ja noch beliebter ist jetzt als Minecraft. Aber ich probiere das aufrechtzuerhalten, also da mit euch zusammen zu spielen und zu antworten. Und ich unterstütze dich ja auch zumindest in Minecraft bei den Antworten. Also das wird, natürlich wird es immer schwieriger. Ich merke das ja jetzt schon. Also im Moment Kommentare beantworten muss ich einmal morgens, einmal mittags, einmal abends so ungefähr. Wenn ich es mal nicht mache, habe ich hier, keine Ahnung, 30, 40 neue Einträge und das sind manchmal mehrere Kommentare gleichzeitig. Ich antworte natürlich immer mehr nur auf Kommentare, die auch Fragen beinhalten. Also ich versuche dann mehr mit Daumen hoch und so weiter zu arbeiten. Das geht ein bisschen schneller. Was sagst du zu deinem Riesenerfolg, schreibt Cassie? Super, gefällt mir. Das hätte ich niemals gedacht. Ich habe angefangen mit Let's Plays, habe die ersten Videos gemacht und kein Schwanz wollte diese Videos gucken. Das war wirklich enttäuschend, wenn man sich diese Arbeit macht. Verglichen mit heute natürlich ein geringer Aufwand, aber gerade wenn man neu startet als YouTuber, ist man natürlich froh über jeden Abonnenten. Und mich freut das total. Also mich freut das echt riesig, dass das sich so entwickelt hat, wie sich es entwickelt hat. Und wie gesagt, es wird für mich halt immer schwieriger, da jedem gerecht zu werden und zu antworten. Und dann kommen PNs, die ich teilweise erst nach einer Woche beantworten kann, weil ich gar nicht mitgekriegt habe, dass da eine Frage kam, beziehungsweise nicht antworten konnte in der Zeit. Aber es freut mich. Also ich finde es echt klasse und ich freue mich auch, wenn es immer mehr werden, auch wenn dann natürlich dieses Individuelle flöten geht, ja. Rust könnte auch täglich kommen. Das glaube ich gerne. Das glaube ich absolut gerne. Rust hat ein Problem. Da spiele ich mit gewissen Leuten und da kommen wir nicht so oft zum Aufnehmen. Deswegen mache ich auch längere Folgen. Es gibt ja Leute, die nehmen dann einfach am Stück auf und schnippeln das in 15-Minuten-Parts. Das halte ich bei Rust für schwierig. Also da mache ich lieber diese 3-Tages-Geschichte. Wenn mal irgendein Spiel ausläuft, dann werde ich das vielleicht auch öfters machen, aber ich will vielfältig bleiben und deswegen möchte ich nicht jeden Tag das gleiche Spiel bringen. Das finde ich, ich persönlich finde es langweilig. Für die, die natürlich nur wegen Rust auf meinem Kanal sind, kann ich das durchaus nachvollziehen, dass ihr nur Rust sehen wollt. Wo ist es? Riesenerfolg. Täglich kommen Minecraft Lego für Erwachsene. Minecraft, ich finde, Seven Days ist Lego für Erwachsene. Ich finde, Minecraft ist ja eigentlich schon was auch für Kinder, oder? Also ich würde meine Kinder Minecraft spielen lassen. Echt? Ja, warum nicht? Naja, kommt drauf an, wie alt sie sind. Ich nicht, also, ne, mein Lieber. Echt? Was ist denn Minecraft schlimm, wegen den Monstern? Ja, finde ich schon. Okay. Es gibt aber auch Minecraft für Kinder. Und echt? Da gibt es keine Monster, ja. Ah. Auf dem Handy was? Sehr beliebt. Hirnschutz, ja. Könnt ihr mal auf Erkundungsjagd gehen? Los, Schaf, mach mir mal Platz. So. Wieso kann ich denn die blöden... Also Captain Morgan hat gerade nochmal bestätigt, er meint, wenn größer wird, dass man nicht mehr diese Bindung zu den Zuschauern hat. Ja, das geht natürlich immer mehr verloren, beziehungsweise ich werde es natürlich nicht komplett... Da ist ein Creeper. Wo kommt denn dieses dumme grüne Vieh her? Wo ist ein Creeper? Ach, da hinten. Das guckt mich ja an. Ich töte es, Frau. Auch wenn ich draufgehe. Oh. Der hat ein Loch in den Boden gerissen. Wo seid ihr? Das heißt, ich hab's zum Explodieren gebracht. War ein Selbstmordattentäter. Ja. Ich hab die Schafe vermehrt. So, warte mal. Du hast die Schafe vermehrt? Ich werde mal Erde holen. Ja, guck, da sind ganz viele kleine bunte Babyschafe. Natürlich. Wo ist denn die ganze Erde hin? Ja, der Kevin. Pocket oben. Edition, genau. Oben. Minecraft Pocket oben. Fürs Handy. Oben. Ich
brauche ein bisschen Erde, um das Loch da auszufüllen. Ich habe ganz viele bunte Babyschafe gemacht. Ja, ich habe die Erde hier in diese Doppelkiste. Da ist ein Loch. Und die Vibes sind sicher stressig. Um was ging es denn mit den Vibes? Achso, bei Rust, ja, das ist natürlich ätzend. Wir hoffen mal, dass wir jetzt ein bisschen länger spielen können. So, ich nehme mal einen Block Erde mit. Bei Rust, um da ein bisschen konsequenter auch mal richtig irgendwelche Raids zu machen und so Sachen. Ach, du machst das Loch zu? Okay. Eine eigene Facebook-Seite bzw. Google könnte alleine helfen. Also eine Google-Plus-Seite habe ich. Jetzt macht der Omega zu. Ich habe eine Google-Plus-Seite, Facebook habe ich auch und Facebook würde dann Kurion hier würde die verwalten, administrieren. Das ist schon geklärt. Also das ist nicht das Problem, aber im Moment scheue ich noch den Mehraufwand. Deswegen. Und noch eine Frage. Hast du Jack inzwischen gesagt, dass er dir gehört? Ja, das war ein Kommentar. Da hat jemand geschrieben, Jack gehört dir. Das muss ich noch Jack noch beibringen. Nee, habe ich noch nicht. Ich habe den noch nicht gesprochen seitdem. Beziehungsweise, wenn ich ihn gesprochen hätte, dann habe ich es wahrscheinlich vergessen. Das liegt dann am Alter, ne? Schumo fragt, was findest du gut an Minecraft? Das Bauen. Das Kreative sein. Also, was sich ausdenken. Das Erforschen. Das Ganze, dass man schnell bauen kann. Ich finde auch 7 Days to Die im Moment sehr geil. Das hat sich ja super entwickelt. Das ist ja richtig komplex geworden mit den Gussformen, um Metall herzustellen etc. Das ist ja auch so ein, ich nenne es mal, Erwachsenen-Minecraft. Finde ich persönlich im Moment auch sehr, sehr geil. Minecraft ist noch ein bisschen leichter, um kreativ zu sein, um schnell was zu bauen. Läuft dir gerade mal ein bisschen über den Boden. Findest du eigentlich, dass ich oder andere so viel Fragen stellen und magst du das? Ganz lieb. Ist eine persönliche Bindung aufzubauen. Ich baue eigentlich zu den wenigsten von euch eine persönliche Bindung auf. Ich meine, es gibt immer wieder Leute, die kehren in meinen Kommentaren wieder. Und da sind bestimmt auch ganz viele Nette dabei. Persönlich kennenlernen oder sowas, würde ich jetzt sagen, ist so Jack oder Cocaine oder Leute, die ich so über hier, oder auch Liquid Duck, die ich halt länger kenne und mit denen ich schon öfters so gesprochen habe. Aber jetzt über die Abonnenten ist es schwieriger, weil man kennt sich nicht persönlich. Und ich finde es auch wichtig, wenn man jemanden persönlich kennt, das auch zu pflegen. Und bei einer Menge von Leuten, das zu pflegen, die Kontakte, das ist extrem schwierig. Das ist seit YouTube extrem schwierig geworden, Freunde wie hier den Omega zu pflegen und so Leute, mit denen ich vorher gezockt habe. Das wird ja immer weniger und das kann der Omega ja bestätigen. Wir haben ja früher fast jedes Wochenende und jeden Mittwoch zusammen gezockt. Das ist durch YouTube fast nicht mehr möglich und das tut mir auch riesig leid, aber mir macht das halt auch viel Spaß und da kann ich halt nicht, da versuche ich so ein bisschen die Balance zu finden. Aber im Moment ist natürlich, übermannt mich YouTube ganz schön. Ja. Aber guck mal, jetzt ist er ja dabei. Jetzt ist er dabei und das können wir auch öfters machen, gerne. Ja, bitte. Ich hab dir ein bisschen Server-IP. Wir haben keine Server-IP. Der Server ist ein Server, der 4 Slots hat und diese 4 Slots sind jetzt gerade belegt. In die Kiste gepackt. Und außerdem ist er gewitelistet und einer, wo wir eigentlich privat drauf spielen. Das ist kein öffentlicher Server. Aber genau. Vielleicht sollte man mal... Minjas, der edle Ritter, rettet seine holde Maid vor der Creeper-Bedrohung. Natürlich, ich habe mich gestellt, auch wenn ich ihn zum Explodieren gebracht habe. Aber ich habe es abgewehrt. Mit deinem Körper. Ja. Abgewehrt. Zähmt mal Wölfe oder Pferde? Ja, wenn hier ein Wolf wäre, dann, ne? Meiner. Ja, wenn wir nur hier bleiben, passiert da nichts. Meiner. Wir müssten aber erst... Alter, was für eine Hütte, ich bin so wahnsinnig. Ja, was du da angefangen hast, ist ja natürlich... aber die Schafe sehen schön aus da unten, finde ich. Vor allem, ich habe gerade 5 Stacks Holz in den Boden reingezogen. Ja, und sieht's halt geht einfach mir nicht mal. Anders. Was genau? Oh, jetzt habt ihr aber ganz schön viel Holz, ne? Was ist ja... Und ja. Dann auf einmal weg und ist so, warte, was habe ich jetzt hingesetzt? Ich finde, du solltest ein Muster in den Boden reinmachen. Ja, siehste, hab ich. Ich habe noch mehr Holz für dich, Frau. Ich habe helles Holz, aber... Frau, bitte beachte mich. Hallo, ich bin hier. Beachte mich. Hier, Ich hab helles Holz, allerdings war ich mir der Ausmaße nicht bewusst. Ja. Und das sammelt es nicht ein. Bist du vielleicht voll? Doch. Ich werde erstmal die Zimmer einteilen und dann, denke ich, werde ich Muster in die Böden kloppen. Ja, macht Sinn. Ne? Und jeder kriegt sein eigenes Badezimmer, damit wir uns... damit wir uns morgens nicht stören, weil es mir jetzt keine Blockade gibt im Badezimmer, genau. Soulmaning schreibt, Rust ist ein gutes Spiel, aber das wird noch seine Zeit dauern, bis es vollendet ist. Gary Newman, der Macher von... Rust schreibt, dass es erst so 10% fertig ist. Ganz genau. Das ist noch überhaupt nicht fertig. Aber finde ich auch cool. Ich meine, es entwickelt sich, muss man sagen.
Liquid, bald haben wir es geschafft. Ja, mein Skype-Name ist auch Hirnsturzzockt. Du müsstest das gleiche Logo sehen auf dem Kanal, aber ich nehme keine Abonnenten auf. Also mein Skype, Steam, Origin. Hast du noch ein bisschen Holz? Ja. Und der ganze persönliche Kram, der ganze Kram wie Kontakte bleibt bei mir persönlich und da nehme ich keine Abonnenten auf. Das wird ganz unübersichtlich. Deswegen tut's mir leid. Höhle. Oh, es regnet. Ich mach schön. Sun. Hab schon. Hirnsturz, I love you, no homo. Sehr gut. Ja, no homo, genau. Hirnsturz Hox, kennst du eigentlich ein ähnliches Spiel wie Rust oder Garry's Mod für die Xbox? Nee, ich habe keine Xbox gespielt. Ich hatte mal eine Xbox 1 und danach keine Xbox. Ich kann dir dazu nichts sagen, nein. Sollen wir die Wände auch zuziehen komplett gleich? Ja. Wir brauchen eigentlich Fenster, oder? Ja, aber ich denke, es ist einfacher, die danach einfach wieder freizukloppen, ja, wenn man soll ich nicht mal Zimmer eingeteilt hat. Soll ich nicht mal hinterm Haus die Erde wegmachen, das hier, weißt du? Ich habe ja noch Diamantschaufel. Ich könnte mal behilflich sein, anstatt hier ständig Chat zu lesen. Ja, aber nur die oberste Ebene. Ja. Dann habe ich mir was zu tun. Ich kann nicht die ganze Zeit Chat lesen. Außerdem ist die Aussicht für die Abonnenten, für die Zuschauer hier dann ein bisschen langweilig. Mache ich gleich wieder. Ich gucke gleich wieder in Chat. So, mein Holz ist leer. Meins gleich auch. Ich habe noch 25. Hier ist noch eins. So. Wo ist das hin? Nach hinten dran. Mach mal, wie viel Abstand soll ich machen zur Wand? Wie zur Wand? Ah, Creeper. Die Grasebene. Stell dich mir entgegen, Bernd. Mach hier die ganze Ebene weg. Boah, schöne Höhle. Boah, du hast ein Haus gebaut, das ist ja der Hammer. Ja. Das hat ja Abmaße, wenn ich allein die Erde wegtacker. Die ganze Ebene. Der folgt mir. Ditschen anrennen weg. Wo bist denn du? Weit weg. Jetzt der hat dicke Backen gekriegt. Jetzt der Omega ganz allein in der Höhle. Der braucht das, er braucht die Gefahr. Was sagen, er hat ja nicht Bescheid gesagt. Ja, ich wollte kein Haus bauen. Du bist mehr so erforschen. Ja, so wie früher, weißt du. Oh Gott, ich verreck ja gleich. Ich hab auch gerade Hunger. Ja. Wollt ihr noch Kuchen haben? Ich hab noch von dem Kuchen übrig. Ich hab selber, danke. Aber so. Ich will auch eigentlich nichts mehr. Ich würde dann dazu tendieren, mir auch das Set noch zu craften oder so. Oder zu erjagen. Da stehen Sonnenblumen. So, ich lese gleich mal wieder Chat. Jetzt mache ich aber erst noch hier die Erde weg. Ich kann dir auch bei der Erde helfen und so. Ja, wäre cool. Wände sind, glaube ich, gleich fertig eingezogen. Ich hol gerade noch ein bisschen Holz, weil 25 waren sie, oder? Sand mitbringen. Hier ist nochmal Sand ewig. Sand ist gut für Glas auf jeden Fall. Ja. Ja. Boah, hier, ich krieg gleich einen Drehbogen. Ich kann mich kaum nicht, gar nicht so drauf konzentrieren hier. Heul nicht. Jawohl. Heul nicht, arbeite. Echt? Ich arbeite, ja, sofort. Sei kein Mädchen. Ich habe auch nicht keine Axt mehr. Ja, ein bisschen gescheites Werkzeug könnte man mal gebrauchen. Was brauchst du denn? Soll ich was für dich zaubern? Die Axt ist kaputt gegangen. Ich überlege. Der geht noch. Ich lese gleich wieder Chat. Keine Angst. Im Moment wird mir gerade schwindelig. Ich muss so viel Erde abbauen hier. So, jetzt muss ich mal kurz Pause machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Voll das Mädchen, echt. Prom LP, hallo, ich bin ein Abonnent von dir auf YouTube. Hallo, Prom, freut mich. Schumo hat mich auch abonniert. Also, ein großes Zimmer für die Frau und mit einer Ankleide und Schuhzimmer und ihr bekommt Mönchszellen, genau. Man munkelt, es kommen noch 90% neue Bäume in Rust hinzu. Wie 90%? Also zu 90% Sicherheit kommen die Bäume dazu, oder was?
Oh, ich muss mir eine Axt machen. Winschuzock, kennst du Afghan Max Ganwali? Der ist einer von deinen Abonnenten. Kann sein, ja. Also bei fast 11.000 Leuten kann ich nicht jeden kennen. Schönwetterspieler. Ja, genau, wir sind Schönwetterspieler, auf jeden Fall. Schönwettersteuer, das ist jetzt nicht so heftig. Gertrude Chevin, genau. Spielt mal was wie Feed the Beast oder Hexit. Spielt ihr auch mal Minecraft Hexit? Ich weiß nicht, ich meine, Hexit ist doch nur für die Minecraft-Version 1.6.4, soweit ich weiß. Oder? Bin mir gerade nicht so sicher. Ich mag mich da täuschen, aber ich meine, Hexit ist nur für 1.6.4. Ich habe es noch nie gespielt, muss ich dazu sagen. Ich habe das nur gesehen, dass es das als Option bei den Nitrado-Servern gibt und... Hier schaut noch das restliche Holz, was ich habe. Liquid, oh, so kennst du Hexit, was das ist? Leider nicht wirklich, ne. Ich glaube, das war irgendwas mit Minecraft-Mod. Minecraft nichts mehr zu tun gehabt. Indem man Möbel bauen kann und... Mhm. Also Feed the Beast kenne ich noch. Hexit sagt mir auch noch was. Und auch eigentlich schon viele Mods, aber Hexit weiß nicht so ganz... Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ja, ja. Na naja, gut, hier oben die eine Ebene, die lasse ich jetzt, weil die ist eh 2 hoch. Dann mache ich hier noch so ein bisschen. Ja, die kann ich wegmachen. So. So. So ein bisschen weg natürlich. Mach ich die. Wie willst du die komplett wegnehmen? Die schönen Blumen, die hier wachsen. Die ist ganz schön groß, die Ebene, mein Freund. Die ist riesig. Lass sie mal da. Das sieht doch hübsch aus hier. Mit Gräsern. Hallo. Ja, Gräser können wir anpflanzen. Wenn wir noch Mehl machen und dann. Dafür müssten wir erstmal die Monster kommen lassen, ne? Ja. Ja, immer Hallo, Ben Player 5, grüß dich. Es ist mit dem Modpack allgemein so, dass sie meist nicht für die neueste Version sind. Ja, genau, das habe ich auch so festgestellt. Und ich hatte da keinen Bock, irgendwie hin und her zu patchen, beziehungsweise noch die anderen Versionen runterzuladen. Feed the Beast ist ein neuer Launcher. Da musst du nichts umpatchen oder so. So, dasselbe bei Hexit. Aber Hexit ist doch nur für 1.7.4, dachte ich. Nicht für 1.7.4, sondern für die 1.7.2 oder 1.6.4 oder sowas, oder? Kann das mal jemand schreiben, der sich damit auskennt? Ich habe keine Ahnung davon, also. Ich kann das nicht sagen. Wo ist denn der Omega? Der sammelt Sasusa-Sand. Sasusa-Sand. Das spezielle Sand. Das ist der Zaubersand. Dalukat, grüß dich. Sind da, hallo Dalu, sind da Dings in der Nähe? Wie heißen diese Grünstacheln-Dinger? Kakteen? Nein. Nein, Kaktusse. Nein, Kakteen. MCPE Gamer sagt, ob ich nicht mit Todo zusammen Rust spielen kann. Kann ich bestimmt. Also ich habe mit Todo ein paar Mal gesprochen, aber zusammen gespielt haben wir noch nicht. Vielleicht kommt das ja noch, wer weiß. Ich kann es nicht sagen. Also ich kann bestimmt mit Todo zusammenspielen, wenn er Bock hat, lade ich ihn gerne mal zu Rust ein. Ich habe ja den lieben Krantl schon dabei gehabt. Dalu war jetzt letztens mit drin. Wobei, wir sind ja da eh auf dem gleichen Server, soweit ich das mitgekriegt habe. Und von daher ist das Begegnen natürlich relativ einfach. Wir raiden uns einfach mal gegenseitig. Naja, das ist immer das Problem. Also Rust spielen wir halt in großen Abständen und da... kann es gut sein, dass man dann sein Haus erstmal wieder aufbauen muss. Ich versuche immer mal wieder zwischendurch online zu gehen und das Haus nachzuheilen und so Sachen. Ja, aber mal gucken. Vielleicht hat Todo auch Bock. Mein Gott, ich weiß es nicht. Im Moment bin ich wirklich mit Kontakten und Spielen durch das Minecraft-Netzwerk, hätte ich beinahe gesagt, durchs GameStar-Netzwerk mehr als ausgelastet. Und da kommen so viele Events. Schön Wetter! So. Hexit 172. Okay, kann ich dann mit dem 174 Client spielen? Ich glaube, du lädst dein komplett eigenes Ding runter. In welchem Netzwerk bin ich, fragt PromLP? Im GameStar-Netzwerk. Seit Anfang des Jahres. Freut mich auch richtig. Viele Leute, nette Leute dort kennengelernt. Und auch den Dalu natürlich, der hier gerade in den Stream mitgekommen ist. Gell, Herr Dalu? Haben schon ein paar Mal zusammen aufgenommen. Morgen Abend geht's wieder weiter. A
Pavian, du kennst doch Cocaine, der sagt, geh ins Bett, da kommt seine Fans einfach nicht los. Desiree ist wieder da, hallo Desiree. Da ist sie wieder, die liebe Desiree. Desiree ist auch die einzige Frau, für die ich auf Kommando gekotzt habe. In-game natürlich, in Rust. Rohes Hähnchen gegessen, das hört sich so ekelhaft an in-game. Klingt wirklich leider ziemlich das gut. Das ist wirklich sehr realistisch. Das ist so wie früher mit Kumpels unterwegs gewesen und dann abends irgendwo auf so einer Parkbank so. Weißt du, so schrecklich, wirklich. Der Sound ist der Hammer. Wir haben es geschafft. Mein yeah, lieber Offenbacher, meine Offenbacher Ente. Nein, ist natürlich. Ich laufe jetzt nur noch rückwärts. Nur noch quer, genau. Mit genau. Amen schreibt, kennst du ungespielt? Namentlich ja. Aber nicht persönlich, meine ich. Also, kann. Muss ich ihn kennen? So, die Erde nehme ich mal mit. War eine Treppe für hier hoch. Ich habe noch Holz in der Tasche. So, ich muss noch kurz hier Chat lesen. Hallo, Hühnchen. Na? Na, Hühnchen? Komm mal her, schmusen. Oh. Das Hühnchen ist kaputt gegangen. Oh. Das Hühnchen ist kaputt gegangen. Hast du es getötet? Achso, das war mein Schwert. Das war ich nicht, war mein Schwert. Ist dir ein Schwert gelaufen? Regnet ja. Eier. Oh, hier ist ja. Was machst du, Frau? Wieso hackst du die Wand wieder ab? Ist sie zu hoch? Ja. Warum? Weil die zu hoch ist, eine. Okay. So, schauen wir doch mal. Ich meine, ich habe ja sonst nichts zu tun, das ist Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme. Ah, die Launcher laden automatisch die passende Minecraft-Version herunter, schreibt Ghost Shadow gerade. Ja, ja, das war wie mit Voidscraft, also wo ich letztes Jahr von was erzählt habe, wo ich diese Jurassic-Craft-Mod mal gespielt habe. Mhm. Also mit so Dinos und so. Das ist ein komplett eigener Launcher, der lädt dir dann automatisch alles runter. Für Minecraft? Genau, ja. Ach ja, mit Dinos? Das ist ein Mod-Pack, habe ich mir da runtergeladen, nicht nur die Jurassic-Craft-Mod. Ja. Sondern da kannst du auch noch Flugzeuge, Fahrzeuge, weiß ich gar nicht was. Das sind 31 Mods, das ist richtig cool. Aber auch sehr umfangreich. Philipp Promaster fragt, wie finde ich Pete's Meat? Ist nicht so meins, muss ich sagen. Also, wobei ich sagen muss, seit ich aktiv YouTube und das immer mehr mache, gucke ich auch immer weniger. Also bei mir ist so Frankie on PC, gucke ich sehr gerne. Ich mag den von der Stimme her. Auch wenn viele ihn nicht mögen, weil er cheatet in seinen Spielen, das ist mir egal, er unterhält mich. Solange er nicht gegen mich kämpft und dann cheatet, ist mir das auch ehrlich gesagt wurscht. Ich gucke gern Rhino Crunch. Das gucke ich noch gerne. Rhino Crunch. Rhino Crunch, ja, mag ich auch sehr gerne. Ich habe mir gestern meinen Kanalnamen sozusagen gesichert und habe dann erstmal die ganzen Kanäle, die ich so gucke, wieder abonniert. Damit du die da drin den hast. Den lieben guten Mann habe ich vergessen. Ja, siehst du, kannst du gleich hinzufügen. Wie gesagt, man muss für Hexit und Feed the Beast nicht zurückwischen, sondern einfach nur den Client vom jüngeren Spiel updaten. Ah ja, okay. Shizuo schreibt, habe heute etwas über Nether gesehen. Denke mal, beim nächsten Patch wird die Weltstadt aufgemacht. What? Also du meinst das komplette Gebiet. Man kann dann laut Video eigene Basen bauen. Wow, echt? Doch, ja, das habe ich auch gehört. Vielleicht spiele ich dann wieder darauf bauen sollst. Nether, mal gucken, wir werden es sehen. Ungespielt DNLer sind mir zu laut. Da geht das Trommelfell zum Fliegen, ja. Ich mag halt irgendwie, wie soll ich sagen, seriöses Gameplay oder sagen wir mal, keiner, der irgendwelche großartig rumschimpft und Alter und Schwanz und was weiß ich, die ganze Zeit irgendwie Fäkalworte verwendet, das ist nicht meins. Also dazu bin ich einfach zu alt. Ficken, genau. Penis, ja. Ganz heiß genau. Die Wand an. was? Das ist so cool. Habt ihr für Jurassic Craft einen Server? Nee, wir haben nur den hier und da läuft jetzt gerade Bucket mit Standard Minecraft drauf. Also da ist kein Mod drauf. Nether ist gut, but Daisy ist besser. Ja, ich finde auch, Daisy ist auf jeden Fall besser als Nether. Bei Daisy hat Interaktion so cool. Genau, also Daisy hat halt interagieren kann. Genau, also ich finde, Nether ist, ich weiß nicht, also wenn sich da nicht stark was ändert, ist das nicht mein Spiel auf Dauer.
Es macht Spaß, mal zu spielen, aber es ist performance-technisch eine Grütze. Also gut, DayZ ist auch nicht besser, aber nee. Also DayZ habe ich mehr Hoffnung und gerade wenn Mods kommen sollen in DayZ noch, das wird der Zeitpunkt sein, wo wirklich die Community dieses Spiel groß macht und vielfältiger. Ahmed sagt bitte in deinen Videos, wann du wieder einen Stream machst, ich will dabei sein. Du, Streams sind bei mir ganz spontan. Nächsten Samstag ist Planet Side 2, da kannst du gerne dabei sein und mit uns zocken. Samstag ab 20 Uhr, ne, was habe ich gesagt, ab 19 Uhr so rum. 20 Uhr, oder? Oder 20 Uhr? 19 Uhr. 19 Uhr. Ich hab's im Ankündigungsstream drin. Da werden wir zusammen zocken. Ständigen Terminkalender dabei. Ja, ich bin sein Hirn. Mehr oder weniger. Zumindest, mir wird von Avian angeht. Empfohlen, eine Tyska oder Tyska, eine YouTuberin für dich hier. Für mich? Wieso? Macht sich nackig? Ich schreibe mal auf Tyska. Gucke ich mir an. Ich muss mir notieren. Ich kann jetzt gerade mal gucken. Tyska, habe ich gemacht. Habe ich nicht irgendwo Licht? Ich habe hier Licht. Ist es nicht nervig, bei DayZ nur herumzulaufen und dann zu sterben? Auch das ist bei jedem PvP-Spiel so. Und DayZ, wie gesagt, jetzt die Standalone, die braucht noch eine Zeit lang, bis die, glaube ich, sich entwickelt. Ich lese hier nur Chats und spiele gar nicht. Ja, Kameradenschwein. Ja, ja. Convador schreibt, hallo Hirnschutz zockt und hallo Chat. Hallo Convador. Kokain schlafen. Grondor, Ed Matze, das ist leider gang und gäbe in Survival Games. Ja, genau. Also das ist, gehört halt dazu. Und ich meine, Rust sage ich, DayZ fehlen definitiv Fahrzeuge. Es sind einfach zu lange Wege, um da irgendwie entlang zu kommen. Okay, kann einer noch eine Kiste bauen oder eine große oder so? Philipp Rohmaster, kannst du mal DayZ streamen? Ja, kann ich. Aber wann, weiß ich nicht. Kommt demnächst. Nur Geduld. Kann ich schlafen, ne, liebe Cocaine. Das tut mir echt leid. Nicht, dass du wieder durchmachst. Ja. Meine liebe Truppe hier auf dem Server. Auch der Offenbacher ist gemeint. Das finde ich jetzt nicht so gut. Ente war besser. Ente war besser, ja. Du hast ja das Offenbacher Cape an, deswegen, was soll ich machen? Ja, das er ist auf jeden Fall, ich weiß. Hier drin steht auch noch eine Truhe. Ich weiß ja, nicht, ich was ich... Mal Sand reingepackt. Guck mal, ich bin jetzt sogar so lieb, ich habe für jeden eine komplette Eisenrüstung gecraftet. Nein! Boah, du bist der Beste. Eine Schweißermaske und ist das jetzt alles für mich? Da habe ich zu viel. Nee, ich habe alles. Ja, das war alles, ja. Au! Schweißermaske, was ist passiert? Creeper. Ein Loch in die Hütte gecreepert. Oh. Wo? Verdammt. Wo ist das passiert? Die Kiste ist weg. Was? Das war eine Doppelkiste, voll mit unseren Diamanten und so. Ja, die Scheiße liegt hier noch. Mist. Wo ist denn der? Ich hab geflucht. Ach, da unten oder was? Ja, ich brauche mal ganz schnell die Kiste. Explosion in Entenhausen. Ich hab's noch zischen hören, ja. Warte. Oh. Oh, das war eine Doppelkiste, ja. Die ist weg. Ja. Okay, schnell einsammeln. So. Schnell wieder eine setzen. Steht die dann noch irgendwo, die Kiste? Oh Gott, ich hab hier zwei Kisten, warte. Da bist Lazuli und... Da. Okay, schnell da rein. Ich bin voll. Wisst ihr, wie ihr den Stein schneller reinsetzt? Mit Shift. Mit Shift. Ja, aber nicht nur mit Shift, sondern du kannst auch alles von einem Sorte rein Block, sag ich mal, direkt reinhauen. Wie? Indem du den Block in die Hand nimmst und dann Shift-Doppelklick auf noch einen anderen von der Sorte machst. Also ich mache jetzt mit einem Stack Stein Shift-Doppelklick auf einen anderen Stack Stein und dann ist alles Stein, was ich im Inventar habe, in der Kiste. Ach ja. Ah. Bist du ein Pro-Gamer? Das ist aber ein tiefes Loch, verdammt. Naja, was heißt Pro-Gamer? Ich bin wirklich erstaunt, dass ich so viel noch weiß, weil es wirklich lange her ist. Ja gut, in meinem Alter vergisst man ja viel, weißt du, deswegen kannst du mir alles erzählen. Herr Omega, hast du zufällig Schippe und Spitzhacke verloren? Wo sind meine Pilze? Ja, das habe ich noch, Gott sei Dank. Ja, hier, ich hätte angefangene irgendwie, obwohl die verbrauche ich für dich. Ich habe hier Pilze. Braun, ne? 15 Schick oder so? 14, Ja, genau. Ich habe jetzt einen Eisenhelm, Eisenstiefel, Eisenbeinschutz. Ach so, danke. Ich bin nur noch der Omega und... Ja. Blömsche. Und hier, Lapis Dings da. Jetzt ist er voll. Die Kiste ist voll. Omega hinter dir. Lapis Dings. Jetzt habe ich Hirne eingesammelt. Hirnschutz hat Hirne eingesammelt. Was mache ich jetzt? Tausche ich die aus gegen was? Danke. Hier. Deine Brust fehlt, ne? Meine Brust. Genau. Oh, die Sonne geht unter. Ich muss mal kurz Glock spielen. Soll ich das Feld nicht mal nach oben verlegen? Ich würde sagen, wir haben genug Erde, um das mal richtig anzulegen, ja. Neben die Hütte, ne? Ja, auf jeden Fall.
Allein hinten dran haben wir jetzt gut Platz gemacht, ja, eigentlich. Genau, so. Machst du heute nur Minecraft? Auf jeden Fall noch. Lars schreibt, machst du heute nur Minecraft? Herr Omega, dein Sohn ist wach. Der schreibt hier im Chat und es fragt, ob ich nur Minecraft spiele. Wie geht das? Der hat mir vor 2 Stunden Gute Nacht gesagt. Ja, jetzt ist er wach und fragt hier. Ja, heute machen wir nur Minecraft. Ich habe keine Erde mehr. Keine Erde, ich habe hier ein Stack, habe ich noch. Kannst Scholle schreibt, wir sollen mal eine Pause machen, weil wir schon ziemlich lange spielen. Mit epileptischen Anfällen ist nicht zu spaßen. Doch, finde ich schon. Nein, Quatsch. Nein, wir kriegen keine. Wir sind erwachsen, glaube ich. Machst du den See zu? Sollte ich gerade. Wir brauchen Wasser. Ja, dann lassen doch hinten dran. Eine Anweisung. Sieben Felder lang geht doch Wasser, dachte ich. 4. Ja, ich mache es nur hier gerade sozusagen. Hast du einen Eimer? Ja. Nö, aber ich kann einen machen. Das wäre ganz. Warum ist hier eigentlich so ein Loch? Das ist noch von der Creeper-Aktion eben, ja, oder? Ja, ich hatte keine Erde mehr einstecken. 1 oder 2 Eimer wären ganz toll. Ihr seht ja geil aus. Alle in Schweißermaske. Ich finde das Texturenpack toll. Ich mag das. Schreibt doch mal hier in den Chat rein, wie ihr das Texturenpack findet. Würde mich mal interessieren. Für mich ist es neu. Liebe Cocaine hat schon gesagt, das spielt irgendwie jeder. Wo sind meine Schuhe hin? Ach ja. Die Eimer liegen vor dir? Ja, supi, danke. Dann doch lieber Minecraft, aber nur wenn Dalukart nicht trollt. So. Was, Kiefer 1, grüß mal meinen Kumpel Florian, bitte. Ich grüße hiermit den Florian, der Kumpel von Kiefer 1. Hallo Florian. Ich bin ein Stacker. Was ist denn ein Stacker? Stalker wahrscheinlich. Wieso? Ach, Dalenschmart, troll doch nicht. Wo soll ich denn das Dings hinmachen? Lars 411, der redet wieder, liebe Fischkopf. Das Feld. Aber wozu brauche ich eine Erde? Ich kann das doch direkt hier. Ja, klar, aber wenn wir dies größer anlegen, dann können wir das ja direkt mit Wasser sozusagen ab. Ach so, ich weiß nicht, was du meinst. Okay. So. Also, da musst du ja so etagenmäßig noch. Willst du mit Holz außen machen? Ja. Sieht besser aus, oder? Wie groß? 1, 2, 3. Ja, das untere kann schon 8 lang werden. 8. Wasser fließt 8 lang? Ja, okay. Mach mal hinten so das Auffangbecken. Kühe, schönen Abend noch, mach's gut. Schönen Abend noch, ich schau mal eine Rastkonserve. 6, 7, 8. Das ist jetzt 8. So geil, ich kenn's schon länger. Philipp Rohmaster, was meinst du? Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Ach, das ist Texturenpack, okay. Das ist Texturenpack, aber ich mag lieber die realistischen. Ja, ich habe jetzt einfach mal das drin. Ich habe auch in den letzten Minecraft-Aufnahmen das hier drin. Ich hatte ja vorher dieses R3D-Craft, das finde ich auch nicht schlecht. Kann ich ja mal umschalten, genau. Ich mache mal gerade einen Wechsel. Für euch schalte ich mal kurz um. Und mache mal R3D-Craft rein. Das läuft bei mir gerade. Für den lieben Bowser mache ich mal das Realistische rein. So, wir sind wieder in Realismus Minecraft. Ah, so sieht die Eisenrüstung aus. Hallo Omega, hallo. Der Wes. Ganz schön blaue Augen. Ich muss mir auf jeden Fall hier mal... Hallo Offenbacher Ente, hallo. Ente ist gut. Ente ist gut, Offenbacher nicht gut. So, jetzt ist realistisch. Ich komme nicht aus Offenbach. Sagt er jetzt. Die Wolf ist doch eins der Schlüssel. Ich hab's noch nie anders behauptet. Titzenbacher. Was schreibt Freddy90? Schreibt, Dear Wolf ist aber eins der schrecklichsten FTP-Packs. Was ist ein FTB? Beat the Beast. Beat the Beast Packs. Das ist aber neueste Tech World 2 ist besser. Das neue Tech World 2 ist besser. Ich kenne mich mit Beat the Beast überhaupt nicht aus. MSG for Friends schreibt, ich soll Gronda sagen, dass er nicht die ganze Zeit in den Chat gucken soll, sondern bauen soll an den neuen Projekten. Du, das kann der Gronda selber entscheiden, der ist alt genug. So, und was findet ihr besser? Hier Realismus, hier mit Werkbench und Hammer und Säge dran. Das ist ja mehr so der Vanille. Bisschen abgerundeter. Oder den, was habe ich jetzt? Habe das andere Textpack schon wieder vergessen. Chaps. Bex, Pure BD Craft.
Reicht das hast so? Du, was hast du denn hier gemacht? Was ist denn das? Was gibt denn das? Ein Pool oder was? Weißt du, wie ich das immer mache? Ich mache am Rand eigentlich. Scharf. Ich wollte gerade sagen, ich mache nämlich eigentlich am Rand immer eine Reihe. Genau, hier wo jetzt Holz ist, mache ich eine Reihe Wasser immer. Auf beiden Seiten halt, weil es ja dann vier nach innen fließt von jeder Seite. Alles klar, gut, so mache ich es auch. Was macht ihr denn da? Wollt ihr ein Feld anlegen, wo Wasser drunter fließt oder was? Nee, wollen wir nicht. Was macht ihr denn? Ja, das war gerade ein Feld. Das war Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ah, verstehe. Das heißt, das, was hier oben drüber ist, kann ja auch im Endeffekt wieder eins nach unten gesetzt werden.